So, wo fahren wir hin? Was haben wir denn hier? Amsterdam. Wir könnten, das sind, also, wenn wir zwei Touren fahren, dann geht unter 2000 Kilometer nichts. Warte mal, Preis, Zielort, Zielort, Streckenlänge, absteigend. Wir könnten von Malmö, da sind wir sogar, bis nach Algeciras da unten fahren. Das sind 3375 Kilometer. Das könnten wir machen. Solange du an einer Tanke hältst, ist mir egal. Wir kommen bestimmt an sehr vielen Tankstellen vorbei. Wir könnten aber auch nach Livorno, nach Italien fahren. Da waren wir aber schon. Machen wir, ne? Das mit Spanien hört sich eigentlich nicht schlecht an. Da fahren wir vor allem, wir fahren hier an der spanischen Küste entlang. An Terracotta vorbei. An Vandelos vorbei. An Villarreal. An Porte Saugut. Fahren wir vorbei. Und an Valencia. Schöne 3375 Kilometer, 45 Stunden. Da sehe ich uns. Hör mal. Da sehe ich uns. Warum singt er eigentlich über seine Oma? Was ist denn mit der? So. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass wir hier schön schmeidig. Ist der LKW kaputt? Falscher Knopf. Sie haben im Moment keinen Auftrag. Nö, alles easy peasy. Lemon squeezy. Na, da wundere ich mich. Sind nur knapp 3 Stunden Realzeit. Ja, ist doch perfekt. Da sehe ich uns. So. Wolltest du nach Leipzig? Ja, da kommen wir aber gerade nicht hin, leider. Da geht nicht. Hör mal. Ja. Sehr schön. Das Einzige, was mir bei dem LKW... Ach, ich habe den Sound, glaube ich, ein bisschen leiser gemacht. Das Einzige, was mir bei dem LKW hier missfällt... Jetzt wird Habescheuer dann missfällt. Es missfällt mir. Nee, das Einzige, was mich bei dem LKW ein bisschen abfuckt, ist, dass er tatsächlich ein bisschen langsam ist. Also der hat irgendwie 500 noch Watt PS und wir hatten halt vorher einen LKW gehabt, der hatte irgendwie 700 PS, den Scania. Und da wirken diese 500 PS halt irgendwie, als würden wir mit 200 durch die Gegend gurken. Oh, oh, oh. Das ist ein bisschen blöde. Warum ist das Blitzgewitter? Blitzgewitter. Die Gitarreninstrumente sind cool. Ja, der ist auch mega. Der ist auch so mega cool, der LKW. Also ich mag den. Ich mag den sehr gerne. Ist schon ein schniekes Gerät auf jeden Fall. Ein sehr sneakes Gerät. Hat der Launch Control? Ne, der hat Lauch Control. Das ist der Tempomat. Darf ich denn auch mal fahren? Oh Gott, Mischmasch bitte. Was ist denn jetzt los? Ist der neue Mercedes auch schon drinne? Nee, ich glaube nicht. Oder ist der neue Mercedes auch schon drinne? Wenn ja, dann kaufen wir den sofort. Ich brauche den neuesten Benzer, Alter. Damit ich meine Friends kitten kann. Oh, hier müssen wir rein. So. Sehr geil. So, einmal nach Malmö. Ne, wir sind in Malmö. Wir wollen von Malmö, wollen wir nach Algeciras. Algeciras. Wollt ihr, hier Mods, wollt ihr ein Dings machen? Ein Command? Falls die Leute heute öfters fragen sollten? Von Malmö nach Algeciras? Oder wollt ihr das, sagt ihr den Leuten einfach Bescheid? Oder ich kann den Leuten ja auch Bescheid sagen. Ab und zu mal. Nee, Gulli kann das per Hand beantworten. Okay, nice. Immer wenn der Pommes diesen Smiley macht, weiß ich, dass es... dann weiß ich, dass er was nicht ernst meint oder dass er es ernst meint und will da draußen Spaß machen. Meint aber eigentlich ernst. Oh, komplett beschissen rangefahren. Eieiei, und direkt gegen das Ding. Das geht ja schon gut los jetzt. Passt schon. Können wir auch direkt rausfahren. Den hier, Zwinker... Oh Gott, Fox, bitte. Was soll das? Das ist nicht schön. Ich finde, dieser Smiley verstößt gegen die Genfer Konvention. Achso, wir müssen hier lang, okay.
Finde ich. Oder kommt einer? Schaffe ich. Muss halt ein bisschen bremsen, das schafft er schon. Das kriegt er schon hin. Jetzt kommt der Shit wieder in die ganze Zeit mit diesem blöden E-Mail. Das ist doch wieder mal. Achso, jetzt blinke ich. Ich habe zu früh geblinkt, Entschuldigung. So. Da fahren wir mal schön Schleifsche, gell? Einmal rundherum, bitte. Oh, aber da muss ausgewechselt werden, oder was? Wer muss auswechseln? Italien? Ja, Italien muss einmal wechseln, okay. So, hui. Da vorne sehen wir übrigens, was ist das da vorne eigentlich? Malmö? Alter, das sieht aus wie ein UFO da vorne, guck mal. Gott, das sieht aus wie ein UFO. Heftig. Du fährst mit Zeichentablet. Jo. Band unten im Bildschirm. Viking Place, dankeschön für die Info. Im Moment geht leider schlecht, weil wir die Beta zocken. Da können wir keine Mods verwenden. Aber an sich, dankeschön für die Info auf jeden Fall. Werde ich mal gucken. Dankeschön. Mod-Vorschläge ansonsten immer gerne gesehen. Auch gerne im Discord oder sowas posten. Ich weiß nicht, darf man bei uns im Discord? Gibt es da irgendeinen Channel, wo man Links posten kann? Haben wir bei uns im Discord, glaube ich, gar nicht, ne? Nur Zelda. Warum habe ich schon wieder das Bedürfnis, gegen eine Wand zu fahren? Einfach so. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube hier, ne? Gehen wir hier hin. Was bist denn jetzt so? Da hört sogar meine Gurke auf zu rotieren. Huch, zu viel gebremst. Links zu Ganondorf sind von Zelda verboten. Oh, Perry Roden übrigens. Dankeschön für deine 5500 Bits, Alter. Junge, 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 das habe ich ja gar nicht gesehen. Das war in der Pause irgendwann. Oh, die geile Brücke. Das war irgendwann in der Pause. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine 5500 Bits. Und 3, 4 und 8. Dankeschön für 12 Monate. Vielen, vielen Dank auch an dich. Dankeschön. Und Sven das Schaf. Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Auch an dich ein herzliches Willkommen. Und Marlene hat Tuppi gern. Dankeschön für deine 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Komm uns mal mit deinem Truck in Mecklenburg-Vorpommern besuchen. Ich weiß, fahren wir da vorbei? In Meck-Pomp? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß nicht, fahren wir da vorbei? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da kommen wir nicht vorbei. Leider. Aber ihr könnt mich ja... Ihr fahrt einfach auf die Autobahn rauf und breaktestet mich mal eine Runde. Wird bestimmt gut. Oh, guck mal, wir fahren jetzt in den Tunnel unter Meer. Boah, der ist auch geil, der Tunnel, ne? Wie heißt der Tunnel? Weiß das einer von euch? Tunnel. Unter Meertunnel. Ulrichsen-Tunnel. Günther. Der nicht übers Meertunnel, Alter. Jochen, glaube ich. Das geht raus an die Netz-DG. Ich glaube, die Netz-DG könnte da, glaube ich, gar nichts machen, weil ich habe ja niemanden explizit angesprochen. Von daher passt das schon.
Ich habe mich da schon angesprochen gefühlt. Gut. Weil am Ende... Das WoD guckt doch sowieso keiner. Huch. Pine Hollow Raptor, Dankeschön für 24 Monate. Dankeschön, 2 Jahre dabei. Und Perkatase, Dankeschön auch an dich für 2 Monate Prime. Vielen, vielen Dank. Welche Fußballclubs magst du gar nicht? Boah, Gott. Alter, was geht da draußen ab? Das ist ja richtig rot da draußen. Heftig. Du, ich habe keinen Fußballclub, den ich jetzt gar nicht mag, ehrlich gesagt. Also, da gibt es keinen. Ich habe keinen Fußballclub, den ich nicht mag, mit dem beschäftige ich mich nicht. So, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie lange fährst du für die 3,3 Kilometer? Sind so knapp 3 Stunden. Sind so knapp 3 Stunden. Schalke, oder? Nee, nee. Also, ich habe selbst gegen, weil mir ja immer nachgesagt wird, ich wäre ein Hamburg-Hater. Selbst mit Hamburg habe ich keine Probleme. Also, ich finde es halt lustig, dass sie es nicht schaffen, aufzusteigen, ne? Mit den Möglichkeiten, die sie in der zweiten Liga haben. Aber, wie gesagt, Fußballclubs, mit denen ich nichts anfangen kann, mit denen beschäftige ich mich halt auch nicht. Und die gucke ich dann halt auch einfach nicht so. Und dann, ja, keine Ahnung. Ja, mein, ich bin doch schon am Bremsen, jetzt entspannt euch doch mal. Was ist denn mit euch direkt los? Ich meine, ist mir sowieso egal. Ich krieg fast 150.000 für die Fahrt. Also von daher... Pff. Kommt ruhig ran und zieht mir ab. Ich meine, ich bin froh. Ich bin froh, dass sich die Strafen in den ETS nicht an deinem Einkommen richten. Oder nach deinem Einkommen richten. Das wäre nicht gut, glaube ich. Ja, das wäre nicht so gut. Das wäre tatsächlich nicht so gut, aber... Ja. Wolle 1826, habe ich mich schon bedankt? Ich glaube ja, ne? Für 2 Jahre. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Dankeschön. Keiner mit 3 Euro dabei. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an dich. Ich schaue das WoD. Okay, 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 cool. Wusste ich nicht. Also, gibt es Leute, die sich die WoDs anschauen? Also, wenn sie vielleicht im Stream nicht dabei waren? Oder, also, wie ist das? Guckt ihr euch die WoDs an? Oh, ich war zu schnell. Ja, ja, ab und zu schon mal. Okay, okay, okay. Da muss ich die in Zukunft löschen, damit ihr künftig auf YouTube geht. Du weißt, dass du eine Statistikseite im Dashboard hast? Ja, das weiß ich, aber ich habe da noch nie reingeguckt, was das Dings angeht. Was die WoDs angeht, habe ich nie reingeguckt tatsächlich. Ich fände es halt voll nice, wenn Twitch endlich so Video on Demand richtig einbauen würde, so YouTube-Style. So dass ich komplett sagen kann, okay, ich hau meine YouTube-Folgen komplett auf Twitch. So, das wäre geil. Wenn die einfach eine coole Seite dafür hätten. So, die haben das ja mit den Videos eingebaut, das gibt es ja mittlerweile. Aber. Ja. Ist halt noch nicht so wirklich geil. Gesprächsrunde noch mal anfangen. Okay, okay, okay. Ja, ja, wie gesagt. Also, nee, ich werde die WoDs natürlich nicht löschen. Im Schnitt hast du 25 bis 30k auf deine WoDs. Ja, aber warum? Also, Pommes, ich war gerade. Also, wie kann es sein, dass die WoDs so krasse Views mittlerweile haben? Das habe ich bei ganz vielen schon gesehen. Werden da die Live-Zuschauer noch mit reingepackt oder was? Ich habe doch niemals. Es gucken noch niemals 30.000 Leute. Die WoDs von mir. Also jetzt mal realistisch gesehen. Ah, okay, okay. Sind dabei. Okay, okay, okay. Ah, okay, okay, okay. Weil das hätte mich auch jetzt schwer gewundert. Live-Views sind mit drin. Okay.
Okay, okay, okay. Ja, ist cool, ne? Also. Das ist schon nice. Ach, der hinten dran hat leider nicht mitgemacht. Schade. Haben sie geändert, hat auch aber nicht schlecht gestaunt. Ja, sie hat mich jetzt auch schwer gewundert. Sind wir schon da, Papa Schlumpf? Fast. Ist nicht mehr lange. Hört ihr eigentlich vom Motorsound irgendwas? Vom Ingame-Sound? Bisschen. Ja, ein bisschen lauter machen vielleicht. Der dröhnt nicht so wie der Scania irgendwie, ne? Der Scania hat irgendwie mehr gedröhnt. Cooler Truck ist ein cooler Truck, aber der ist nicht so laut, ne? Das kann ja auch ein V8 gewesen. Okay, ist aber cool, dass sie dass man den Motorensound, dass man das mittlerweile hört, den Unterschied, ne? Die Hupe ist ein bisschen lächerlich, ich weiß. Die Hupe ist wirklich ein bisschen lächerlich. Für einen LKW ist die echt ein bisschen lame. Habe ich mir auch gedacht, als ich das Ding benutzt hatte. Ja, ist ein bisschen. ist ein bisschen lächerlich, tatsächlich. So, Freunde, was ist denn jetzt hier? Guck mal, ich fahr meine 83 und fahre ihn fast. Ja, okay. Ah, zieht auf die rechte Spur über, gibt dann Gas. Wie ich es liebe. I love them. Gell, Schatzi, bist schon guter, gell? Du sollst Licht mal anmachen, ne? Ach ne, Licht war an, okay. Licht. Licht. Du bist doch wohl nicht mehr ganz Licht. Ich hab den LKW-Führerschein in der Army gemacht. Gut zu wissen, dass man einen Truck fahren kann, wenn man möchte. Ja, das ist geil. Ich würde gerne irgendwann in meinem Leben einmal einen LKW fahren. Irgendwann. Und einmal einen Bus fahren. Nicht auf einer echten Straße, sondern vielleicht einfach auf so einem abgesperrten Gebiet oder sowas. Aber sowas wäre halt schon hart geil. Ohne Mist, sowas würde ich echt mal feiern, würde ich echt gerne mal machen. Ach, das ist zu einer dreispurigen hier geworden, oder? Dann gehen wir rüber hier. Gehen wir mal ganz rüber. Schau mal, was ich wegen LKW machen kann. Nee, Dry, alles gut, alles gut. Nicht, dass da irgendwas am Ende passiert und heißt da, guck mal, dann war der Dry. Weil der den Fettsack eingeladen hat. Ach, fuck, ich muss rüber. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir. So. Passt. Und natürlich Ausbilder Bus und Bahn fahren und beides auf abgesperrten Strecken. Echt? Cool. Puh, der eine war aus Offenbach? Echt? Sind wir gerade in Dänemark? Ort Meiden. Lol. Jo. Jo. Jo, jo, nicht? Jo, jo, Digga. So, mir gefallen, definitiv. Hexer Stefan, Dankeschön für 8 Monate. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade schon bedankt hatte. Ich habe keine Ahnung. Dankeschön auf jeden Fall. Philipp 1, Dankeschön für 12 Monate. Ein ganzes Jahr dabei. Vielen, vielen Dank. Oh, ich fahre viel zu schnell gerade. Vielen, vielen Dank. Dann Darksun22 ist mit 20 Euro dabei. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Pommes spielt Rocket League. Ich sehe es genau. Dankeschön für deine 20 Euro. Vielen, vielen Dank. Na komm, auf 84. Ja, 85 ist zu schnell. Da werden wir auch noch geblitzt. Geblitzt. So.
Darkson, vielen, vielen Dank. Und Marlene hat Topi gern Dankeschön für deine weiteren 2 Euro. Falls die Gamescom nächstes Jahr stattfindet, wärst du dabei. Möchte dich gerne mal persönlich treffen. also, sofern... Vielleicht sind die Italiener die ganze Zeit nur am... Die sind die ganze Zeit nur am Handspiel und ey, was los? Und, das ist ja fürchterlich. Ja, also wenn die Gamescom nächstes Jahr stattfinden sollte, so wie sie immer stattfindet, ich habe ja immer gesagt, auf der nächsten Gamescom wäre ich schon gerne mal wieder dabei tatsächlich. Einfach auch, weil ich gerne mal die ganzen Leute von Eriks Firma und so auch mal einfach sehen möchte. Tatsächlich. Ja. Weil den Phil habe ich zum Beispiel noch nie im RL gesehen. Den Phil habe ich noch nie gesehen. Außerhalb des RL, im RL halt einfach. Noch nie. Gamescom, no way, da kriege ich Panik, wenn ich die Bilder der Massen sehe. Ja, also ich halte mich da auch nicht in den Massen auf, tatsächlich, ne? Ich bin dann auch eher so der Typ, der einfach draußen irgendwo... Also so war es auch bei der Gamescom, wo ich bei den 2, wo ich damals war. Einfach, ich bin auch einfach draußen geblieben, ne? Bin einfach draußen geblieben und habe einfach nicht groß in die Hallen oder sowas. Also dann hauptsächlich draußen geblieben, außer ich hatte Termine bei den Publishern gehabt, aber ansonsten bin ich auch fast nur draußen geblieben. Weil die Masse halt auch nicht so meins ist, tatsächlich. Ja, aber ansonsten, ja, also falls die Gamescom so stattfindet, wie sie sonst immer stattgefunden hat, ja, dann auf jeden Fall, klar. Sehr gerne sogar. Pierre Bär, Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub und Spielbetrieb 206, Dankeschön auch an dich für 2 Monate, vielen, vielen Dank. Schanke du. Ich werde vermutlich nicht mehr zur GC gehen, warum? Drehtür, was ist da los? Wenn du mal LKW fahren willst, drin ins THW, dann hast du eine gute Chance, einen LKW-Führerschein zu bekommen. Okay. Aber ist halt blöd. Jetzt stell dir mal vor, ich bin im THW. Und jetzt gerade, jetzt ist irgendwo ein Notfall und ich müsste dahin. Ist das dann nicht so, dass man da dann hin muss? GC war ich von 2010 bis 2014, danach war es mir zu voll. Naja, ja, ist schon heftig. Ja, vor allem, also es war ja damals schon so, das war ja damals schon so gewesen, zu den Zeiten, wo ich dort war, dass plötzlich irgendwie, an dem Pressetag, wo es hieß Presse, ne, wirklich nur Pressevertreter, die zu ihren Terminen kommen und sowas, da war es halt schon gebrochen voll, ne? Da war es halt schon gebrochen vor. Dann hast du halt irgendwelche 14-Jährige gesehen, die halt einfach einen YouTube-Kanal mit 40 Abos hatten. So, weißt du, gefühlt die ganze Klasse abonniert und noch die Familie dazu. Und die hatten halt einen Presseausweis. So, und das ist halt... Ja. Irgendwie nicht so ganz der Sinn hinter einem... nicht so ganz der Sinn hinter einem Pressetag auf so einer Messe. Halt nur die enge Familie im Saarland. Alter. Ja, weiß ich nicht. Ist halt eher schwierig. Ich meine, ich war 2014 auch nicht als YouTuber auf der Gamescom, ne? Ich war 2014 tatsächlich als PlayNation-Journalist auf der Gamescom. Und nicht als, und nicht als YouTuber oder so. Ich hätte immer noch voll Bock irgendwie zu schreiben, ne? Das hat voll Bock gemacht. Ich weiß nicht, ob das jemand lesen würde, ne? Keine Ahnung. Ob Leute heutzutage abseits von Twitter, von Facebook heutzutage noch Reviews lesen würden oder Spiele-News oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich hätte halt voll Bock. Voll Bock. Voll Bock. Richtig Bock. Ich bin ehrlich, ich nicht. Ja. Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Wie gesagt, heutzutage Twitter, Facebook, da hast du halt alles abgedeckt, ne?
Da ist doch wirklich alles abgedeckt. Ah, der Dry würde auch gerne so Sachen schreiben, okay? Ja, Dry, dann lass doch einfach zusammen einen Blog machen. Oder zusammen einen Patreon-Account. Machen wir 80-20 Auszahlung und ich krieg 80, du 20. Nee, aber vielleicht sollten wir da wirklich mal drüber nachdenken. Ich meine, der Bomus hätte ja zum Beispiel auch Bock, hätte ja auch Bock auf einen Podcast oder sowas, ne? Könnte man da halt auch machen. Keine Ahnung. Nee, nicht mit Bomus. Gut, dann machen wir es halt ohne Pommes. Macht ja nichts. Ich habe nur eine Zeitschrift in Papier abonniert. Ich auch. Ich habe die GameStar noch abonniert. Und das schon seit, boah, keine Ahnung wie lange. Schon Ewigkeiten. Fox, ich habe das gelesen mit den Reviews, ja, ich weiß. Also, ich hätte auch halt auf Video-Reviews auch voll Bock, nach wie vor immer noch. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Schnitt und sowas, ob das, was heißt nicht, nicht zu viel wird, aber, ja, keine Ahnung, es überfordert mich teilweise. Da bin ich ganz offen, es überfordert mich teilweise, so Videoschnitt und sowas, für so Reviews. Weiß ich nicht. Und einen Cutter kann ich mir halt nicht leisten. Das ist einfach so. Einen Cutter kann ich mir nicht leisten. Die wollen ja auch gutes Geld haben. Und ich will auch keinen Cutter haben, dem ich irgendwie einen Hunderter in die Hand drücke. So, weißt du? Keine Ahnung. Also wenn, würde ich einen Cutter schon gerne angemessen bezahlen wollen. Ja, kommen Sie rüber, Krüger, nicht? Jo. Ich hab's nicht so mit Geld und so. Ja, nee, aber also ist ganz lieb, dass sich da jetzt ganz viele Leute anbieten, die das machen würden, ne? Aber nee, also für lau möchte ich nicht, dass das jemand macht. Weil ich mittlerweile dadurch, dass ich selbst diese Sachen schon mal geschnitten habe, weil ich mittlerweile selbst weiß, was das für eine Arbeit ist. Deswegen würde ich niemals wollen, dass das jemand umsonst für mich macht. Tatsächlich. The Hitman Rocco, Dankeschön für 15 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Grimne Bullin, Dankeschön auch an dich für 26 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Die fährt mir zu langsam. Wenn du mir pro Monat 20 Monitore stellst. Hä, was willst du denn mit 20 Monitoren? Einer reicht doch zum Schnitt. 20 Monate, 20 Monitore? Was willst du denn damit, ey? Hast du in der Community viele kreative, nette Menschen, die sich auch an sowas interessiert werden? Ja, wie gesagt, aber nee, ich will das, also ich möchte schon demjenigen dann auch viel Geld bezahlen, ne? Also ich möchte, was heißt viel Geld? Ich möchte ihm angemessenes Geld bezahlen. So, das ist, ja. Was bedeutet bei dir angemessen? Naja, einfach ein Gehalt, was einem, ich möchte keinen 400-Euro-Cutter im Monat haben, dem ich dann irgendwie,
oder bei dem ich dann schlechtes Gewissen habe, wenn ich dann irgendwie sage, guck mal, jetzt kommen zum Beispiel September, Oktober kommen ja super viele Spiele raus. So, wenn wir dann anfangen, Video-Reviews zu machen und der muss dann irgendwie 6, 7, 8 Videos cutten und kriegt dann 400 Euro von mir, weil ich es mir halt, weil ich mir mehr halt auch selbst nicht leisten könnte wahrscheinlich, das würde ich nicht wollen, so, weißt du? Nee. Es gäbe sicherlich noch die Option, dass man pro Video bezahlt. Aber dann ist die Frage, was bezahlst du halt pro Video? So, jetzt müssen wir schon wieder rüber, Pisse. ...62 Stunden im Monat und 400 Euro. Yo, darf ich halt, das will ich halt nicht. Das will ich halt nicht, ehrlich gesagt. Verstehe ich, niemand soll sich unter Wert verkaufen. Eben. Sprich, mit Erik, vielleicht habt ihr ja schon einiges in der Firma. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mit dem Erik jetzt schon ewig nicht mehr gesprochen, aber wenn da irgendwo ein Cutter sein sollte, dann ist er ja sowieso schon im Einsatz. Ja? Für Erik zum Beispiel oder so. Arbeitsstunden täglich. Na. Ich mach's für 3 und dann hauptsache meine Eltern denken, ich habe einen Job. Okay. Hast du ja nicht einen 400-Euro-Job gesucht? Na, du bist ja ein Tüftigen, wa? So, wir gehen mal kurz hier runter, wir müssen nämlich gleich pennern. Fox, dein Einsatz, da vorne ist eine Tankstelle. So, warte mal, wo ist denn hier der Parkplatz? Toll, ich hätte anders da rumfahren müssen. Jetzt muss ich hier rückwärts reinfahren. Super. Toll. Das, wo man hier auch so sieht. Ah, geht sogar. Geht sogar, das geht doch alles. Ich komme sogar fast in die Parklücke rein, siehst du? Davor liegt da drin, schläft. Fährt ihm ein Truck gegen das Gesicht, ey. Ein bisschen schief, aber das ist schon okay. Boah, da haben wir dem anderen Typen den Parkplatz weggenommen. So. Hey, so geht's. Super. So, Fox, ich hoffe, du hast eingekauft. Ich hab dir heute zur Feier des Tages eine Tanke-Bockwurst mitgebracht. Geil, da krieg ich erstmal fetten Dünches drauf, aber Essig. Schön mit Brötchen und Ketchup. Ich krieg von so Raststättenessen immer meistens Dünches. Deswegen esse ich's nicht. Also außer so Burger King oder sowas, das geht. Also so Burger King-Kram, das geht, weil es halt. Ne, das kennt mein Magen. Aber ansonsten so Trucker-Food von der Tanke. Da kriege ich meistens übelstes Magenkrummeln. Und das hat beim Autofahren immer richtig. Das ist sehr ungünstig tatsächlich. Wird Trucker eigentlich gut bezahlt in echt?
Ich hatte mal was gelesen, die haben irgendwie ein Gehalt von 2000 netto, 2,5 oder so. Dann ist er aber schon wirklich gut bezahlt. Das ist dann schon wirklich die absolut oberste Schicht, glaube ich. Aber das kann auch sein, dass es... Ich hatte das mal gegoogelt gehabt, weil ich die Trucker Babes auf... auf Kabel 1 gesehen hatte. Hatte ich das mal gegoogelt gehabt, da stand irgendwas von... ich glaube 1,8 bis 2,5 oder so. Was jetzt für das, was sie leisten, nicht wirklich gut ist. Ehrlich gesagt. Also 8 Stunden da auf dem Bock hocken oder 6 Stunden oder wie lange du da hockst oder sowas, bist immer von deiner Familie weg. Das ist schon hart. Also das ist schon wirklich kein gutes Geld, was die Jungs da verdienen und die Mädels. Das ist schon heftig. Ist schon heftig. Vor allem bist du halt immer der Arsch, ne? Du bist immer das Arschloch. Du hast Stau vor dir, du kommst zu spät, kannst für den Stau halt nichts und trotzdem bist du der Arsch. So, Das ist immer schwierig. Ist sicherlich auch ein schöner Job. Ne, sicherlich auch. Kann auch ein schöner Job sein, je nachdem, wo du halt hinfährst. Aber gut bezahlt, weiß ich nicht. Acht Stunden auf dem Bock und danach noch 2 Stunden auf der Ursula. Ich würde es mal für einen Monat aus Interesse machen, aber nicht länger. Aber wenn, dann würde ich es aber tatsächlich so richtig machen. Also mit Fahrten ins Ausland und sowas, ne? Man muss auf... Also, dann sage ich ganz ehrlich, dann sage ich ganz ehrlich, dann auch wirklich mit Auslandsfahrten, ne? Ganz ehrlich. So, was ist jetzt hier für ein Geschleiche hier? Was ist das? Rasthof. Dreieck Domtal. Warum ist denn hier? Warum ist denn hier? Was ist denn mit euch? Gebt doch mal ein bisschen Gas, Freunde. Was ist denn mit euch? Fahr zu, du Lappen. Ah, hier ist eine Raststätte. Komm, als Schichtleiter 2,4 brutto. Wie gesagt, das war gegoogelt, ne? Also, das war Google gewesen. Ne? Was da ausgesprochen hat. Die haben halt eine relativ große Spanne zwischen 1,8, glaube ich, war es, und 2,5 angegeben. Hast du Bußgeld an oder aus? Ist an. Haben vorhin schon Strafzettel bekommen. Asami Salami, ja bitte. Warum steht denn der da? Was ist denn mit ihm? Kein Bock mehr oder was? Das Thumbnail von dem Police Simulator, das ist echt lit. Habe ich auch fast eine Stunde für gebraucht. Ich habe fast eine Stunde hier gesessen. Also ich bekomme 2.800 im Fernverkehr und das nach 13 Jahren. Anfangsgehalt nach der Lehre war 2.000. Brutto oder netto? Dreintig, mach's gut, schlaf gut und so, ne? Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Meine Mama meint heute Morgen, dir steht das. Vielleicht werde ich irgendwann mal Polizist, mal gucken, ne? 2.800 netto wäre fett. Okay. Also brutto. Ja, was hast du denn da raus? 1,8? 1,9? Wenn du einen schlechten Cutter brauchst, sag Bescheid. Hey. Ne? Du kannst es nicht schlechter machen als ich.
Ist deine Mutter eigentlich so viel mit ihrem geschnittenen Haar? Ach so, ja, die war heute gewesen beim Friseur. Ist sehr zufrieden gewesen, ja. Ist sehr, sehr zufrieden gewesen. Vielleicht kann ich ja mal ein Bild posten, aber ich hab kein Vorher-Nachher-Bild leider. Aber ist sehr zufrieden gewesen und ich soll nochmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön ausrichten. Ein ganz, ganz großes Dankeschön soll ich ausrichten an euch. Jawohl. $1,800 netto mit Spesen etwa 2,3 bis 2,6. Okay. Was heißt Spesen? Was heißt Spesen genau? Ist es das, was du wiederkriegst, was du dort quasi unterwegs isst? Also musst du sagen, was du gegessen hast unterwegs? Also musst du das einreichen oder sagen die so pauschal, keine Ahnung, 500 Euro kriegst du, damit musst du zurechtkommen unterwegs? In der Regel pauschal, okay. Kann der Erik mir nicht auch pauschal Spesen auf die Gehaltsliste packen? Weil wenn ich hier auf Twitch im Stream bin, ich muss ja auch mal was essen und trinken zwischendrin. Ne? Hallo Tobi, nein, danke. Hä, Erik, ich muss aber was essen und was trinken. Was ist mit dir? Einmal Spesen bitte, hallo? Was soll das denn jetzt? Was bist denn jetzt so? Vor allem, wo kommt der auf einmal her? Frechheit. Du arbeitest ja nicht von unterwegs. Ihr seht ja nicht, wo ich gerade bin. Ich habe ja einen Greenscreen, vielleicht sitze ich ja auch gerade irgendwo in Deutschland. So, ich muss mal hier rüber gerade. Vorsicht, weg da hinten. Du siehst doch, dass ich hier rüber will. Nachtzuschlag. Ja, stimmt. Hä, Nachtzuschlag. Hallo? Da will ich aber Anteilnahme, ich gehe mal für dich zur Tanke. Ja, das kriegst du, die 2,50 für die Tankenwurst kriegst du. Vielleicht fährt auch gerade wirklich, das ist gar kein Spiel. Ja. Yeah. Oh, was gibt's da jetzt? Rote Karte oder was? Nee, sagt er. Oh, gelbe Karte. Oh, schon wieder Felix Brüch. Alter. Gründe doch einen Betriebsrat. Ich weiß nicht, ob wir mindestens 10 Angestellte haben. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, keine Ahnung. Ob das schon geht. Ich glaube, du brauchst mindestens 10 Angestellte für einen Betriebsrat, oder was war das? Weiß ich jetzt gar nicht. Mehr. Man braucht mehr, okay. Hm. War das nicht mindestens 500? Brauchen wir für einen Betriebsrat 500 Mitarbeiter? Wow. Ich sag mindestens 69. Okay. Krass. Aber 500 wäre heftig. Google sagt, du brauchst 5. Ab 20 möglich, ab 500 Pflicht. Ah, ab 500 ist es Pflicht. Okay. Okay. Aber warum ein Betriebsrat? Also wenn es eine Firma in Deutschland gibt, wo man keinen Betriebsrat braucht, dann ist es, glaube ich, die Firma rum Erik. Ich glaube, da braucht man wirklich keinen Betriebsrat. Wenn wir Betriebsrat hätten, wäre das erste Mal, dass die Mitarbeiter was tun. Hä? Ja, dann lass mal Betriebsrat machen. Voll nice.
Magic Man, danke schön für deine 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Arbeiten. Ja, was ist schon arbeiten? Wer will das schon? Okay, Tobi, bin dabei. Unser Chef geht echt gar nicht. Ja. Sehr schön. Wir holen den Putzi noch. Wir holen den Putzi noch ran. Der macht auf jeden Fall auch mit. Putzi ist bei allem dabei. Naja, beschwer dich mal. Ich hab dich ja nicht kaputt gefahren. Zur Vereinsgründung braucht man, glaube ich, mindestens 7 Mitglieder, okay? Pan ist bestimmt auch dabei. Klar. Der Erik wäre bestimmt auch dabei, ja klar. Erik steht mittendrin im Betriebsrat. Jetzt können wir wieder rüberfahren hier. 2400 Kilometer sind wir schon. Wir sind schon. Sind wir schon 800, 900 Kilometer gefahren? Das kommt mir so schnell vor irgendwie. Heftig. Oh, wir sind gleich am Frankfurter Kreuz. Nice. Wenn man 4 Betriebsräte hat, kann man ein Auto bauen. Wird auch nochmal besser heute, wa? Ich glaube, das wird echt nicht mehr besser heute. Ist ja fürchterlich. Oh, ich sehe gar, ich hätte gar nicht runtergemusst. Na, egal. Schätze jetzt mir nach, ich bin schon lange kein Auto mehr gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles geht. Der kam flach. Wo fährt denn hier ein Zug? War das über uns? Abstecher nach Darmstadt, kurz nach Hause. Ich glaube, gibt es Darmstadt in Promods? Gibt es bei Promods Darmstadt, so rum? Nee, ne? Nur bei Promods. Alter Pommes, ne? Irgendwann verprügel ich dich mit einem riesigen Dildo. So einem GTA-Dildo, weißt du, oder von Saints Row, das Riesending. Komm ich vorbei und dann klatsche ich dir das Ding um die Ohren einfach. Das ist doch genau das, was Bobis provozieren will. Ach so. Schade. Ihm gefällt das dann auch noch, oder was? So, ich fahr mal hier rüber wieder. Bringst du auch Hernandez mit, oder wie die Puppe nochmal hieß? Die Puppe hieß Rodriguez. Und nein, die bringe ich nicht mit, weil Erik hat gemeint, die stinkt. Die würde irgendwo unten im Waschraum liegen und die wird vor sich hin miefen. Und ich will nicht wissen, warum die stinkt. Deswegen werde ich die auf gar keinen Fall wieder anfassen. Warum stinkt die? Ja, das weiß ich nicht. Die war voll. Alter. Du bist so widerlich, Alter. Wie kann man nur so widerlich sein? Echt?
Ich muss meine Bremsen nochmal einstellen, denn die sind einfach zu hart. Wenn ich da reintrete, dann versteht das Ding sofort. So, wir fahren nach Straßburg. Guck, dass hier rechts nichts kommt und links nichts kommt. Ich habe einen Wendekreis. Das ist wie in echt auch, da habe ich auch so einen Wendekreis. Existiert die Play Massive GmbH noch? Weiß ich nicht, kannst du doch googeln. Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ich denke schon, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, kannst du ganz einfach googeln. In Deutschland kannst du das, kannst du nach sowas gucken. Habe ich natürlich gesehen. Ich habe den Blinker vergessen. Es tut mir leid. Ich habe gerade so ganz gemütlich den Tempomat angemacht und dachte, auch, das machen wir erstmal geradeaus. Puh. Da der Dinge nicht umgefallen ist, war jetzt aber auch alles, ne? Uff. Gute Kurvenlage, so ein LKW. Ich glaube, in echt hättest du das nicht machen können. Was ist denn mit ihm? Ich fahre doch schon 60. Was ist denn mit dir los? Ach, der darf 100 fahren, ne? Guck mal, das Ding zieht aber nicht, ne? Wenn ich mit unserem Scania, wenn ich hier bergauf Gas gegeben hätte, wäre das kein Ding gewesen. Aber der kommt halt überhaupt nicht voran hier irgendwie, ne? Wäre fast ein Grund, wieder auf den Scania zurückzuwechseln. Guck mal, jetzt klebt er vor dem, nee, jetzt klebt er hinter dem nächsten LKW da vorne. Meinst du Italien? Oh ja, ich seh's. So, wir fahren da mal hin, ne? Ach, guck mal. Wen haben wir denn da, hm? Hä? Überhol doch. Aber warte mal, wir dürfen hier wieder 80 fahren. Ist das eine Autobahn hier oder was? Oh Junge, Frankreich, oh okay, Frankreich dürfen die LKWs in Frankreich auf der Landstraße 80 fahren? Wieso gibt's ETS nicht für Konsole? Kommt bestimmt noch raus, die sind ja mit der PC-Version noch am fummeln. Die sind ja noch am rumplackern da mit der PC-Version. Ich denke mal, wenn das irgendwann mal vorbei ist, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie irgendwann mal eine Konsolenversion bringen. Gerade weil zum Beispiel eine Series X ja mittlerweile, guck ihn dir an, kurz vor der Kurve. Was bist du für ein Idiot, Alter? Gerade weil eine Series X zum Beispiel mittlerweile fast wie ein Windows-PC ist. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da irgendwo mal was kommt in Richtung ETS auf der Konsole. Glaube ich schon. Guck mal, auch hier wieder vor der Kurve. Sag mal, sind die alle bescheuert hier oder was? Was ist denn mit euch los? Kannst du dir nicht geben hier, ne? Die KI weiß halt, dass kein Gegenverkehr kommt. Das würde ich so nicht sagen. Ich habe schon oft Situationen gehabt, wo der KI-Fahrer dann auch abbremsen und wieder einscheren musste. Das ist schon ziemlich realistisch gemacht. Oh, Ampel.
Ja, das Lied, ich muss das mal rausnehmen aus der Liste. Ich muss das mal dringend rausnehmen. Lorman92, Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Slave One, Dankeschön für 3 Monate. Flo300, 497, Dankeschön für 13 Monate. Und Fabi, Dankeschön für deine 6 Euro. Das triggert mich, wenn der Betrag nicht rund ist. Ach so. Okay. Dankeschön auf jeden Fall. Dankeschön für deine 6 Euro. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ist der LKW ein Mod oder gibt es den so im Spiel zu kaufen? Den kannst du so kaufen. Ist seit einem der letzten Patches irgendwann ist der drinne gewesen. Kostet 254.000 und kostet 254.000 und ist erst ab Level 29. Aber trotzdem ein nices Teil mit den Spiegeln an der Seite und sowas, voll geil. Also es sind ja keine Spiegel mehr, es ist ja tatsächlich nur ein Bildschirm, eine Kamera, um das zu lösen. Was Pommes schreibt, Pommes, kannst du nochmal reinposten, bitte? Ich hab's nicht gelesen, ich kann gar nicht hochscrollen. Hochscrollen. Pommes bitte nicht spammen, danke. Was ist da unten eigentlich mit Subcounter los? Wieso, was ist da los? Wieso, was soll da los sein? Das war 376. Ja doch, das ist ein Monatscounter. Der steht da, der steht hier seit dem 1. Seit dem 1.7. Steht er da. Das ist nicht online. Nee, 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 das ist Singleplayer. Das ist Singleplayer. Nee, nee, wir spielen nicht online. Oh, ich muss hier wieder rüber. Entschuldigung. Sportlich, sportlich, der Junge. Die digitalen Spiegel hast du den aktuellen Mercedes-Benz LKW seit 2020. Ich fahre aus Protest kein Mercedes mehr. Auch kein LKW mehr. Ich werde mir jetzt auf ganz entspannt einen MAN-Truck holen. Nur noch BMW? Nee, ist mir auch zu teuer. Habe ich ja gesagt. So, also auf dem freien Markt, wenn es jetzt nicht dieses VIP-Leasing von Mercedes war, sind mir Mercedes und BMW einfach zu teuer. Genauso wie Audi. Audi genau das gleiche. Wenn du da nicht eine fette Anzahlung mitbringst, was ich beim Leasing einfach nicht einsehe, sag ich ganz ehrlich, ich bezahle beim Leasing keine Anzahlung, weil das Geld ist weg. Du zahlst 5.000, 6.000 an oder bei Mercedes gibt es teilweise Angebote, wo du 10.000 Euro Leasing-Sonderzahlung leisten sollst. Und das Geld ist weg. Du hast das Auto 4 Jahre, die Kohle ist weg. So, weißt du, das ist halt, wow. Das ist schon krass, weißt du. Und deswegen, nee. Ganz ehrlich, nee. Also wenn ich 10.000 Euro auf Kante habe, um mir ein Auto zu um eine Anzahlung zu machen, dann bin ich ganz ehrlich, oh warte mal, ich muss noch kurz auf die Map gucken, dann bin ich ganz ehrlich, dann kaufe ich mir lieber ein Auto für 10.000. 10.000 Euro als für einen Gebrauchtwagen, da kannst du sehr gute Autos kaufen. Da kannst du wirklich sehr gute, wenn du die Bar auf den Tisch ballern kannst, kannst du dir auch ein Auto für 12.000, 13.000 suchen, legst die dem Händler 10.000 Bar auf den Tisch, der nimmt das mit Kusshand. So, hier ist die nächste Raststätte. Ja, das schaffen wir locker. Locker. Ich schaff das nicht mehr, bin auf dem Trocknen. Jetzt schon. Alter Vater.
hättest du auch schlafen können. Ja, nee, das war voll die Absteigung. Das sah komisch aus. Das sah nicht gesund aus. So, Freunde, was ist das hier? Freunde, was ist das denn hier? Soll ich mal Arschloch sein? Richtiger Assi-LKW-Fahrer. Ich suche einen neuen Gebrauchten bis 30k, wie man Vorschläge. Alter. Ja, was soll das Auto denn können? Oder für was brauchst du das Auto denn? Also soll es ein Kombi sein? Oder soll es eher so ein Kleinwagen sein? Das, ne, es gibt ja so viele verschiedene Fahren. Ja, wenn es nur fahren soll, dann brauchst du keins für 30.000. Wenn dir es nur aufs Fahren ankommt. Dann reicht auch einer für 400. Ja, ist so. Trabant. I30N von Hyundai. Boah, die I30N sind auch richtig geil. Wir haben hier einen Wohnen, jemand hier in der Nachbarschaft. Der hat auch einen I30N, aber als den Fastback. Und den neuen Fastback, aber mit Automatik. Boah, das ist ein geiles Auto, ne? Voll schön. Und was kostet der? Ich glaube 30.000 oder sowas, ne? Der ist super günstig. Dafür, dass es so ein mit Sportauspuff und Sportmodus und Sport hinten, Sport vorne, ist der echt super günstig. Das wundert mich. Ist das hier die... So, ist die Raststätte hier, oder? Nee. Okay. Sehe ich viel zu oft? Ja, weil er so günstig ist, ne? Weil er halt so günstig ist. Für so ein Auto, sag ich jetzt mal, ne? Ist halt wirklich günstig. Kannst du wirklich nichts sagen. Oh, hier ist 80. Günstig darunter. Ja, nee, ich meine jetzt, ich habe doch den Anschaffungspreis gemeint, ne? Ich meine den Anschaffungspreis, nicht den Unterhalt. Unterhalt ist mittlerweile bei allem, was höhere PS-Zahlen hat, ist der Unterhalt mittlerweile arschteuer. Ich habe ja damals vorgerechnet, was mich jetzt der Shooting Brake bei Mercedes gekostet hätte im Unterhalt. Das ist eine wahre Pracht, also. Wow. Aber das ist bei allen Fahrzeugen mittlerweile, die fette PS haben, so, ne? Ich habe zu früh geblinkt. Ich glaube, wir müssen aber erst durch die... Ja, raufzugehen. Wir müssen erst durch die Dings hier durch, ne? Kann ich hier rein? Das ist das Ding, wo man so durchfahren kann, ne? Ja. Wir müssen erst durch die... Ist aber dumm, ich hätte gleich ganz nach rechts gemusst. Scheiße. Jetzt kann ich mich da durchquälen. Ich muss zu Goatsinn. So, ich fahr mal, ne? Ich hoffe, das ist okay für euch. Einfach mal durchgequetscht, gar kein Problem. Das geht schon. Das geht schon, wenn man's kann. So, bisschen vor. So. Motor abstellen. Einmal Pause. Pause. Da ist keine Tanke. Leider nicht. Leider nicht. So, ich würde eine kurze Pipi-Pause machen. Kurze Pipi-Pause, ne? Geht einmal schnell pinkeln. Ich muss auch pinkeln. Ich habe zu viel schon mit der Cola und Wasser getrunken. Das ist nicht gut. Kurze Pipi-Pause, dann geht's gleich weiter. Mit den nächsten. Wie lange haben wir denn jetzt noch? 2300 Kilometer oder so. Plus, minus. Geht euch schnell was zu trinken und was zu essen holen. Dann geht's gleich weiter.
Und 17 Karat, Dankeschön für 11 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. 1-1, jetzt kommt Spanien. Uiuiui. Okay, ich sehe es gerade. Ja, Tatsache. Krass. Und hier regnet es. Was ist denn hier los? Es sind sogar noch 2000 Kilometer. Lol. Krass, krass, krass. Das vergeht ja wie im Flug. Wassereis. Oh, Wassereis ist geil. Was für ein Geschmack? Geschmacksrichtung? Herr Nikodemus, gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht, gute Nacht. Zitrone. Ah, okay, Zitrone mag ich jetzt nicht so. Aber Wassereis ist trotzdem nice. Hab doch Magnum Mandelkaramell, so eine neue Sorte, echt geil. Das riecht auch geil, Mandelkaramell. Ich hab noch, wir haben noch Dings-Eis hier, wir haben Sandwich-Eis. Sandwich-Eis ist das Beste. Und wir haben noch, wie heißt denn das hier von Ferrero? Das mit der Kokosnuss. Mit Kokos und dann innen drin in der Mitte ist so eine Nuss drinne. Wie heißt das? Nicht Rocher? Ist das Rocher? Nee, Rocher ist das andere, ne? Mit Schokolade, glaube ich. Raffaello. Ja, genau, das Raffaello-Eis. Haben wir noch da. Boah, das schmeckt auch geil. Da würde ich gerne meinen Pimmel draufhauen, ne? Boah, das schmeckt gut. Waffeleis mit Daim. Boah, der Daimkuchen ist nice. Hab ich schon mal gesagt, ne? Daimkuchen aus dem Gefrierfach. Beste. Was? Was denn? Was denn? Was denn? Pommes ist gleich dabei. Ja, das Pommes da gleich dabei ist natürlich. Bomus wird auch seine Bomus draufhauen, ich weiß das. Super Mario Haribo, auch gut. Habe ich schon habe ich schon gesehen, ja, dass es das jetzt mittlerweile gibt. Was, warum, Junge, komm. Jetzt sind drei Regentropfen jetzt. Was ist denn mit dir? Tanke? Na, wir sind noch halb voll, das passt schon, oder? Ja, ja, das passt noch. Alles gut. Die habe ich heute gekauft, aber ich würde die niemals aufmachen wollen. Das ist mein Problem. Ich würde die dann behalten. Wie sieht es aus, wenn wir im Rückspiel komplett nach das Wetter? Das ist der Sonnenuntergang. Das sind die neuen Wettereffekte. Du siehst halt nur keinen Regen im Rückspiegel. Aber ansonsten, ist das relativ gleich. Das ist halt der Sonnenuntergang, aus dem wir gerade wegfahren. Oder von dem wir gerade wegfahren, besser gesagt. Aber da war eine Tanke. Ja, ich weiß. Wir müssen bei der nächsten Tankstelle gehen wir tanken. Ist der neue LKW? So an sich ganz nice. Der Innenraum hier, das Cockpit sieht mega geil aus. Großes Problem, was ich mit dem Ding habe, ist, dass es halt unter der Haube irgendwie nicht genug Power gefühlt hat. Also da waren wir unseren Scania, den wir hatten, viel, viel lieber mit 700 noch Watt PS. Der hat halt nur 500 irgendwie. Und das merkst du teilweise schon. Das merkst du teilweise schon ordentlich. Den Unterschied. Also vor allem, wenn du halt die ganze, wir sind ja irgendwie, keine Ahnung, wie viele Folgen mit dem Scania mit 700 PS gefahren und jetzt fahren wir halt mit dem 500 PS DAF hier. Das ist halt schon ein Unterschied, ne? Das merkt man. Pommes, Alter.
hau den besseren Motor rein. Geht leider nicht. Hier ist schon wieder 80. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Geht leider nicht, weil das ist schon der beste, den wir haben. Der ist tatsächlich schon completely modded, das Ding. Wo ist Patrick aus der Nuta hin? Dadurch, dass das die Beta, die Public Beta 1.41 ist, die wir gerade spielen, musste ich alle Mods rausnehmen und die Cabin Accessoires, die wir dort hatten, die waren tatsächlich gemoddet. MAN mit 1000 PS, gibt es den? Ich glaube, den gibt es gar nicht, oder? Es gibt keinen MAN mit 1000 PS hier im Spiel, oder? 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 Motormods gibt es. Na gut. Was ist so appealing an ECS? Ist schwierig zu sagen. Ich habe mich das letztens auch schon gefragt, was bei ECS, was die Leute da so bewegt, auch dass ihr da immer so gerne zuschaut und sowas. Und ich für mich habe entschieden, es ist einfach dieses entspannte irgendwo hinfahren, nicht groß nachdenken, bei irgendwelchen Shootern oder Games oder Story-Games musst du halt immer nachdenken und musst dich halt konzentrieren, dass du nicht stirbst oder sowas. Und hier ist es halt einfach ein bisschen in der Gegend rumpesen, ein bisschen rumfahren, entspannt mit dem Chat ein bisschen talken und so. Und ich glaube, das ist einfach dieses Ding halt bei ETS. Und sich immer wieder neu dafür faszinieren, wie geil der Support von SCS für das Game ist, seit 2012. Hat was Meditatives. Ja, ja, irgendwie schon, ne? So, guck mal, da vorne kommt eine Tankstelle, da können wir gerne mal kurz raus zum Tanken fahren, ne? So, ist nur eine kleine Tankstelle, aber das ist ja egal. Eben kurz einmal voll tanken den Lachs und dann passt das. Kannst du auch 100 Kilometer fahren? Ja, ich muss ja, ne? Der Chat muss sich ja einmal kurz Verpflegung holen. Das Spiel ist von 2012? Ja. Ja, ja. Euro Truck Simulator 2 ist von 2012 tatsächlich. Mag man nicht glauben, ne? Mag man nicht glauben, aber ist so. Hab Beefy und Eis mitgebracht. Oh, das ist aber eine Kombi, wa? Beefy und Eis. Süß. Bisschen Stammtisch-Feeling. Der Chat ist aber auch eine besondere Runde. Ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn der Chat irgendwie toxischer wäre oder sowas, dann glaube ich, wäre das nicht so geil, hier das Spiel zu spielen. ETS. Das klappt mit dem Chat hier schon ganz gut, das muss man schon sagen. Bisschen schnell, war aber keiner hinter uns, passt schon, hat keiner gesehen. Minecraft ist im Grunde auch von 2010. Ja, schon das Spiel auch schwer mitnimmt. Ja, stimmt tatsächlich. Ja, Minecraft ist auch 2010. Krass, oder? Das ist schon heftig. Beefy und Eis. Hab Sushi und Löschzwerg. Was ist denn Löschzwerg? Ist das was Alkoholisches? Bier. Ah, okay. Habe ich noch nie getrunken.
11 Jahre alten immer noch Support. Ja, 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 krass. Aber Minecraft muss man auch ganz klar sagen, Minecraft lebt halt auch viel durch die Mod-Community, ne? Das muss man schon sagen. Also hier hat auch teilweise echt die Community das Game am Laufen gehalten. So, ich fahre hier vorne durch. Brauche noch mich nicht anhalten. Oder wirklich nur kurz. Mal auf! Shindo toxisch war heute schon genug auf Twitter bei Nintendo. Leute, Switch hat 4K hat und keinen neuen Chip. Menschen können so schlimm sein. Ja. Ich geb dir recht, dass dieses toxische und haten und wahrscheinlich wieder cancel Nintendo in den Trends oder sowas. Ich weiß, was du meinst. Aber ich kann die Leute ein Stück weit verstehen, weil 300 Euro für eine neue Switch, die ein größeres OLED-Display hat und einen LAN-Adapter an der Docking-Station, ist halt wirklich ein Witz. Es ist wirklich ein Witz. Es hätte für die Switch einfach ein bisschen mehr Performance gebraucht, gerade in Bezug auf Breath of the Wild 2. So, das ist das, finde ich, ne? Also, weil Breath of the Wild 1 auf der Switch halt schon übelst geruckelt hat. Ne? Und auch Pokémon teilweise in manchen Situationen auch nicht ganz lagfrei lief. Hätte ich mir halt gewünscht, dass sie zumindest irgendwas ein bisschen für die Performance tun. Vielleicht kommen sie noch irgendwann mit einer richtigen Pro-Version um die Ecke. Das weiß ich nicht. Aber ansonsten ist diese OLED-Switch, die sie da jetzt angekündigt haben, für Bestandskunden einfach ein bisschen sinnlos. Das ist einfach so. Genau, was Pommes sagt, absolut. Absolut. Oh, wir sind in Lyon übrigens. Was Pommes sagt. Also das muss ich sagen, fand ich auch ein bisschen schade, dass sie wirklich jetzt nach 4 Jahren nur mit einem OLED-Display und einem LAN-Adapter um die Ecke kamen. Zenka 90, ja, das mag schon sein, aber Pokémon ist komplett für die Switch optimiert und hat halt auch teilweise seine Ruckel-Eskapaden. Also zumindest Pokémon Schwert, was wir gespielt haben. Wenn du da in der Naturzone unterwegs bist, hast du teilweise gerade bei Sandstürmen und sowas auch ordentliche Lags gehabt. Und man muss auch sagen, Witcher zum Beispiel läuft ja auch ganz gut auf der Switch, aber kommt halt auch eher selten an die 30 FPS ran. Ja? Ist aber scheiße programmiert. Naja, ich weiß nicht, ob du das immer alles auf die scheiß Programmierung schieben kannst. Ich meine, bei Nintendo arbeiten Profis, ja. Und das hatte ich jetzt eher selten gehabt, dass bei Nintendo Spiele wirklich anfangen zu ruckeln. So, weißt du? Also Performance-Probleme hast du bei Nintendo... hast du bei Nintendo eigentlich eher weniger gehabt, oder? Weiß ich nicht. Also kann sein, dass du recht hast. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Dennoch wäre eine Switch, wenn sie schon einen OLED-Screen hat, wäre schon cool gewesen, wenn der zumindest 1080p am Start hat. Also das wäre halt schon cool gewesen. Wie gesagt, ich sag mal, der OLED-Screen ist jetzt nicht unbedingt was ich mir für die Switch gewünscht hätte. Also das wäre jetzt so das Letzte gewesen, was ich gebraucht hätte, ehrlich gesagt. Aber gut. Mal gucken. Vielleicht
Huch, vielleicht hole ich sie mir. Mal gucken, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Aber ich denke wahrscheinlich eher nicht, weil ich bin mit meiner aktuellen Switch, die aktuelle Switch, eigentlich ganz zufrieden. Aber wie gesagt, ich sag mal so, ich kann Leute schon verstehen, wenn sie ein bisschen enttäuscht sind. Und wie Pommes schon sagt, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Enttäuschung und zwischen Hate. Das ist klar. Spannt sich die Switch Pro für Weihnachten auf. Ich weiß halt nicht mal, ob Nintendo das überhaupt braucht. So, weißt du, ich weiß nicht, ob Nintendo wirklich eine Switch Pro braucht. Wahrscheinlich brauchen sie es nicht. Weil die Leute werden die neue OLED Switch, die wird sich auch wieder super verkaufen. Ja. Die neue OLED Switch, die wird sich super verkaufen. Und ich glaube auch, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die tatsächlich eine Switch Pro wirklich benötigen. Für die Zukunft. Ich glaube, sie brauchen es aber nicht. Vielleicht kommt Nintendo irgendwann nochmal mit einer großen Konsole in die Ecke, das wäre echt nice. Weiß ich nicht. Ich meine, die haben halt den ultimativen Hybriden zwischen Handheld und Heimkonsole gebastelt, ne? Im Grunde genommen hat Nintendo das Konsolen-Handheld-Game eigentlich durchgezockt, wenn du es so möchtest. Also, ne? Eigentlich haben sie es durchgezockt. Also, wenn sie das weiter ausbauen, glaube ich, warum nicht? Zockerblauze, Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wahrscheinlicher wird sein, dass die Nachfolgerkonsole abwärtskompatibel Switch-Spiele spielen kann. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das fand ich auch, ehrlich gesagt, muss ich sagen, einen guten Trend bei PlayStation und Xbox. Weil ich das immer super ärgerlich fand, dass du hast 4-5 Jahre lang Games gekauft von der Konsole, von der du genau wusstest, dass du sie irgendwann dann kaufst du dir irgendwann eine neue Konsole und kannst die alten Spiele darauf nicht mehr spielen. So, das ist an sich, ist es kein Ding. An sich ist es jetzt nicht so wild, weil du kannst die alte Konsole ja immer noch genau so anschließen und weiter damit spielen. Ja? Aber wenn es dann so ist wie mit GameCube zum Beispiel oder mit dem N64, wenn sich die Peripherie dazu ändert, die Fernseher, du schließ mal heute den N64 an den Fernseher an, das sieht grauselig aus. Das sieht ganz fürchterlich aus. Und nicht, weil man verwöhnt ist, ja, vielleicht auch ein bisschen, aber vielmehr, weil diese Auflösungen halt einfach nicht mehr zusammenpassen. Und dann klemmst du irgendwelche Billo-Konverter dazwischen, die halt aber halt auch nicht viel besser machen. Ja. Und deswegen finde ich es schon gut, dass PS4 und, also dass die PlayStation und dass die Xbox da jetzt dahingehend ein bisschen lockerer geworden sind und die Spiele abwärtskompatibel gemacht, die Konsolen abwärtskompatibel zu den Spielen gemacht haben. Das finde ich schon gut. Und ich hoffe, das bleibt, auch erstmal so und die behalten das bei. Tatsächlich.
Das wäre schon nice. Oder man kauft sich einen alten Fernseher und schließt dort die alten Konsolen an. Müssen wir hier runter? Jo. Ja. Das kannst du schon machen. Aber find mal, also, du musst dir dann was aus der Region nehmen, ne? Du, also, ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand einen Röhrenfernseher verschickt. Also habe ich zumindest noch nie mitbekommen. Ich überhole mal gerade. Ich weiß, das macht man eigentlich nicht, aber ist mir jetzt egal. Also alles, was ich auf eBay immer gefunden habe, war immer nur Selbstabholung beim Röhrenfernseher. Kannst ja nicht verschicken, das Ding. Was natürlich auch ein Gamechanger ist, war die Einführung des Game Pass. Oh ja. Oh ja. Der Game Pass war für Microsoft, also wer auch immer den Game Pass bei Microsoft erfunden hat, dem können sie echt die Füße küssen. Tatsächlich. Dem können sie wirklich die Füße küssen. Ich glaube, ich muss da hier rüber, ne, für die... Ja. Super, danke. Würdest du echt die Hälfte und so weiter mit einem Röhrenfernseher trauen? Nee, deswegen sage ich ja, du musst halt bei Selbstabholer, du musst halt wirklich Selbstabholer, machen. Ansonsten wird's halt echt schwierig. Dark Dude, Dankeschön für 2 Monate Prime. Vielen, vielen Dank. Mr. Heisenberg, TTV, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Und Phantom Knight 97, Dankeschön auch an dich für 9 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mark L. ist im Level aufgestiegen. Mark, Alter, du bist ja ein richtiger Crusher, ey. In Japan gibt es geile Röhren-TVs mit eingebautem Super Nintendo. Boah, wie geil. Gab's nicht immer auch irgendwann so eine Gamecube-Geschichte? Gab's da nicht immer was von Gamecube? Das war irgendwie auch so ein zusammengebauter Gamecube, wo du so hochklappen konntest, dann war da so ein Mini-Fernseher drauf. Ich muss mir noch ein Brot machen, ich hab Hunger. Ja, ich muss auch übelst. Ich muss nach dem Stream auch noch irgendwas essen. Ich hab auch übelst Kohldampf. Übelst Kohldampf. So, ich muss rüber, Kollege. Gibst du mal Gas, dass ich hier rüberkomme? Dankeschön. Schanke, du. Der Game Pass ist noch mega oft im Angebot. Für, was für 1 Euro 3 Monate. Und dazu hat man sogar die Spiele für 1 Euro. Ja, ist krass, ne? Ist krass. Manche würden wahrscheinlich sagen, oder manche sagen wahrscheinlich, oder Hater würden sagen, da werden die Spiele verramscht. Aber, nee, ist halt schon krass. Das ist schon krass. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Microsoft hat mittlerweile irgendwas mit 25 Millionen aktive Subs auf den Game Pass. Hatten wir, glaube ich, ja schon mal ausgerechnet, ne? Wenn im Durchschnitt jeder 10 Euro bezahlt, bist du halt mal eben bei 250 Millionen. Schon was. Ne? Jeden Monat. 250 Mille. Das ist schon nice. Hab mir 3 Monate Fahrt angeholt, zockt da aktuell das Sea of Thieves DLC mit 3 Freunden. Pommes hat Freunde? Ist ja widerlich. Pommes, du bist so anders geworden. Jetzt prallt er hier sogar schon mit seinen Freunden, die er hat. Die waren im Game Pass dabei.
So, ganz kurz. Ne, warte, wir müssen einmal hier hin. Ach, das war falsch. Dann einmal hier ganz kurz. Wann müssen wir die Pause machen? 4 Stunden erst. Ach, da gucke ich schon hier hin oder was? Was ist denn jetzt los? Schon wieder falsch gedrückt. Pisse. Ach, leck mich doch. So, da wollte ich hin. Hör mal auf die Schranke da. Relax. Sei doch froh, dann stuhlt er den nicht häufig in den Vorgarten. Das macht er ja trotzdem. Das macht er ja trotzdem, der Lümmel. Ständig kriegst du deinen Vorgarten geschissen. Von diesem Lump. Hast du ein Logitech-Lenkrad? Ja, tatsächlich ja. Ein Logitech-Lenkrad. Könnte aber sein, dass wir bald mit einem anderen Lenkrad spielen. Jawohl. Ansonsten ist ein Logitech-Lenkrad. Einmal Ausrufezeichen Lenkrad. Genau, was der Gulli schon gemacht hat. Der Gulli ist ja jung. Da kriegst du alle Informationen. Aber wie gesagt, ich wurde gegebenenfalls vielleicht von jemandem kontaktiert, von einer Firma, die auch Lenkräder herstellt. Und gegebenenfalls werden wir da in Bälde ein neues Lenkrad ausprobieren. Mal so testweise. Jawohl. Fanatec? Nein. Nein. Nein, nein. Das ist es nicht. Ja, aber ein Fanatec wäre geil. Die machen Formel 1 Lenkräder. Voll nice. Damit mal Formel 1 fahren, wäre schon geil. Also mit so einem Fanatec mal Formel 1, boah, voll nice. Würde ich feiern. Ich kann mir schon vorstellen, ein junges deutsches Unternehmen? Nee, jung sind die gar nicht, die gibt's schon länger. Laugenbrötchen mit Käse. Boah. Am besten noch so ein Laugenbrötchen. Ein bisschen Butter drauf. Schön Käse. Bisschen Salami. Ein bisschen Schinken. Dann ein schönes Stück Salat drauf und Fettremoulade oben drüber. Boah. Geil. Siehst du am LKW, wenn die nächste Pause ist? Echt? Wo sieht man das? Wo sieht man das hier im LKW? Ja, habe ich Salat nicht gesagt? Okay, ja, Salat natürlich noch dazu. Klar. Sowas muss mit Salat sein. Wo sieht man das im LKW? Toll, Tobi, jetzt habe ich Hunger. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist schon wieder eine Mautstelle. Meine Fresse, ey. Kein Wunder, dass das so lange Kilometer, dass das so lange dauert, ey. Ständig die verschissenen Mautstellen. Mach auf den Lachs da. Hier, nimm meine 30 Euro und mach dich vom Acker. In der Mitte beim Lenkrad neben der Uhr. Uhr steht da tatsächlich. Das ist unsere Ankunft oder was? Ach ne, 17 Stunden fahren wir noch. Da steht aber nicht, wann wir wieder Pause machen müssen, oder? Steht da nicht drauf. Oder müssen wir in 2 Stunden Pause machen? Oh doch, Tatsache. Wir müssen in 2 Stunden 35 Pause machen, ne? Oh cool, da kann ich das hier ja ausmachen. Oh, warte mal. Wie ging das nochmal? Leck mich doch am Arsch, ey. So. Brauche ich das ja gar nicht mehr. Wie sucht man beim ETS ins Armaturenbrett rein? Das musste ich auch selber noch konfigurieren in den Optionen. Tatsächlich.
Das musste ich in den Optionen noch selber konfigurieren, damit ich da ranzoomen kann. Jap, jap. So, was ist das jetzt hier? 50. Ach, war Ländergrenze, okay. Wir waren in Espanol. Wir sind im Zielland angekommen schon mal. Irgendwie sind die 3000 Kilometer heute vergangen wie im Flug, ne? Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das heute, ging das heute schneller als sonst immer. Ich meine, klar, ist auch 1000 Kilometer weniger als sonst. Trotzdem ging das irgendwie schneller von der Hand, ne? Deswegen ist der LKW so geil. Ja, das ist schon cool, dass man das sieht, ne? Ich habe mich damit gar nicht beschäftigt. Ich hätte mal vielleicht unten ein bisschen da reingucken sollen in die Armaturen und sowas. Wir können uns den gleich gerne nochmal ein bisschen genauer angucken. Was ich beim ETS bis heute noch kritisieren möchte, beim Bussimulator kannst du ja alles übers Cockpit steuern, ne? Da kannst du mit der Maus quasi dann draufdrücken auf den Scheibenwischer, auf die Warnblinkanlage, auf die Hupe und so weiter. Das finde ich ein bisschen schade, dass das hier nicht funktioniert. Wir müssen übrigens schlafen dann gleich mal, ne? Ich muss mal gucken, haben wir hier demnächst mal eine Raststätte? Ja, oh, da kommt gleich was. Easy. Ja, also das wäre cool, wenn das bei ETS auch gehen würde, dass man hier halt wirklich, ich war 100, das ist ein bisschen schnell. Wenn man hier auch, im Cockpit, wenn das interaktiv wäre, ne? Wenn man hier drücken könnte, das wäre schon cool, tatsächlich. Verstehe ich nicht, warum die das nicht drin haben, ne? Wie teuer ist das Spiel? Ich weiß nicht, wenn noch Summer Sale ist, kostet es nichts. Also wirklich fast nichts. Da kriegst du die Addons teilweise für 3 Euro. Ich würde mir eine ETS-Fahrerkarte wünschen und Lenk- und Ruhezeiten. Ja, ja. Das wäre auch wichtig, weil wir halt vom Eurotruck-Simulator sprechen. Da sind solche Sachen eigentlich schon sehr, sehr wichtig. Also auch gerade auch das, was ich gerade gesagt habe, dass du das Cockpit interaktiv bedienen kannst und sowas. Das wäre da halt schon ultra wichtig, weil es halt wie gesagt ein Simulator ist. Und da sollte sowas schon gehen. Bis 8. ist noch Sale. Siehst du, guck mal, kriegst das für 4,99. Du kriegst auch, glaube ich, den American Truck Simulator für 4,99. Und bis der nächste Steam Sale im Winter dann ist, bis dahin kannst du dir dann auch die ganzen Addons gekauft haben. Ne? Also die Addons musst du ja nicht sofort kaufen. Erkunde dann erstmal die normale Karte und bis dann Weihnachts-Sale ist, kannst du dann easy die Addons holen. Die sind da auch immer super günstig im Sale. Mirosol ist der Bruder von Miroslav Klose. So, aber muss ich zum Pennen? Muss ich, glaube ich, hier lang, ne? Nein! Genau andersrum. Scheiße. Komme ich da noch irgendwie rüber? Fuck. Ich glaube, ich muss... Nein, ich hätte hier schlafen können, oder? Sind das Parkplätze hier? Ist das zum Pennen hier gedacht? Geil! Tschüss! Johnny Kein, mach Idiot! Und vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich gieße mir gerade mal ein Stückchen Wasser ein hier. Mach Idiot und Dankeschön. Für die lobenden Worte, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Neo316, Dankeschön für 4 Monate. Nameless Liberty, Dankeschön für 8 Monate. Mark Henry 90, Dankeschön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Dark Dude, Dankeschön für 2 Monate. Und Phantom Knight, Dankeschön für weitere 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So. Weiter geht es. Weiter geht es. Wo kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Keine Ahnung, Mann.
Du, ich kann nicht mehr laufen, du musst mich vorne abholen? Ich glaube dir wohl, oder? Das glaube ich ja jetzt. Oh, warte mal, da ist eine richtig hässliche Leitplanke da in der Ecke. Und das hier so, wo... Ach komm, ey. Was ist das denn? Wer macht denn... Warum? So, Fox, du musst jetzt schnell reinspringen. Krall dich mit der Cyberschulter fest. Von mir noch deine Schulter in City-Roller. Alter. Oh, ist da wieder dunkel hier, guck mal. Oh, das hier wittert. Es regnet übrigens immer noch und es hier wittert. Gewitter. Ich war schon wieder 100 fast, ne? Na, 95 oder 90, das passt ja noch. Da kann man noch mit arbeiten. Da kann man ja noch mit arbeiten, nicht? Da kann man ja noch mit arbeiten. Auf der rechten Seite wieder hier. Kannst du mal erzählen, wie das mit dem Flur zustande kam? Keine Ahnung. Ich war da gar nicht dabei, als das mit dem Flur entstanden ist. Das sind Gerüchte gewesen, die haben, glaube ich, der Erik und der Funke die Welt gesetzt und haben sich wieder über meinen korpulenten Torso lustig gemacht. Funke und Erik, ja, das ist klar, die beiden natürlich, ne? Damit er Mimimi machen, weil man von der Netz-DG gesperrt wird, seine VODs. Ich verstehe gar nicht, warum sein Torso so korpulent ist. Ja, siehst du? Dann war's dann mit dem nächsten VOD, Erik. So, was ist das denn jetzt hier? Muss ich schon wieder... Ach, das ist schon wieder Maut. Oh. Kann ich hier irgendwo... Hier kann ich reinfahren, guck mal. Nee, da kann ich nicht reinfahren, das ist zu hoch für mich. Scheiße. Kann ich mich hier reindrücken, Freunde? Warte mal, hier will doch keiner hin, oder? Guck mal, ich fahr hier rein. Komm ich auch schneller durch, das ist gut. Warum fahren die denn alle nach rechts? Was ist das denn? Gott, seid ihr dämlich. So. Einmal durchgepimmelt, das passt schon. 15.09 Uhr sollen wir ankommen. Wir haben 2 Stunden gut gemacht, habe ich das gerade richtig gesehen? Heftig. Nice. Böhnchen XD, Dankeschön für deine 8 Monate Prime. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hab mir nach dem letzten ETS-2-Stream Logitech G29 geholt. Macht echt Spaß, so zu fahren. Ich brauche halt echt mal einen Affiliate-Link oder sowas, glaube ich. Ich brauche, glaube ich, echt mal einen Affiliate. Jeder macht das mittlerweile, weißt du? Jeder auf Twitch und jeder auf jeder verschissene Influencer auf Instagram hat so einen verkackten scheiß Affiliate-Link, ne? Ja, einfach richtig, ich bin einfach richtig zurückgeblieben. Vielleicht soll ich das mal machen. Vielleicht soll ich das wirklich mal machen. Aber nice, ja, freut mich. Freut mich, dass, also mit Lenkrad ist ETS halt nochmal eine ganz andere Welt tatsächlich. Da ist nochmal, mit Lenkrad ist fahren, ist nochmal eine ganz andere Welt. Das ist richtig krass.
Kann mir das Spiel und Lenkrad nicht mal vorstellen. Nee, also wenn ich auch überlege, mit Maus und Tastatur zu fahren. Ich meine, das geht auch, ne? Aber ich glaube, bevor ich mit Maus und Tastatur fahre und wenn ich keinen Bock habe, mir ein Lenkrad zu kaufen, ich meine, die Dinger kosten auch 200, 300 Euro. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mit, mit Maus und Tastatur zu fahren, dann würde ich mir noch eher, glaube ich, irgendeinen gebrauchten Xbox-Controller holen oder so. Aber mit Xbox-Controller kannst du auch sehr gut fahren. Haben wir auch eine Zeit lang gemacht, weil ich nie Bock hatte, das Lenkrad aufzubauen, weil das hat immer so Ewigkeiten gedauert und ich habe mir bis heute nicht geschafft, so einen blöden Lenkrad-Stand zu kaufen. Ja, und da habe ich eine Zeit lang auch immer hier im Stream mit Controller gespielt und das hat auch super funktioniert. Boah, ein Fanatec-Rennstuhl, Alter. Das ist ja auch geil. Einmal in so einem Ding sitzen, das ist doch mega nice, oder? Gerade auch so, wenn du Formel 1 zockst oder sowas, muss das doch ein unglaublich nice Gefühl sein. Oh Gott, das hoch hier links. Wir fahren über eine Brücke. VR für ETS gibt es doch, glaube ich, mittlerweile. Aber ich habe keine VR-Brille. Ich habe nur eine Glo-Brille. Ich habe keine VR-Brille mehr. Aber ich wollte mir mal irgendwann dieses Toby Eye oder sowas holen. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Hattest du nicht mal eine VR-Brille? Die ist kaputt gegangen, leider. Die Oculus ist defekt. Die ist kaputt. Borda de Barcelona. Schade, dass das Wetter so kacke hier ist. Jetzt können wir nie mehr was von Barcelona sehen. Ist doch scheiße. Den Eye-Tracker, genau. Hier ist ein Gaming-Stuhl-Prototyp von BMW. Was kostet der? 6.000 Euro oder was? Das ist der neue LKW, genau. Yep. Was ist das jetzt hier? Schon wieder so eine Mautstelle. Das gibt's doch gar nicht. Wie viel die von den Dingern hier haben, das ist ja schon Wahnsinn, ey. Das ist schon echt Wahnsinn. Hört sich an wie Furzen. Ja. Princess 69, Dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen Dank. Dankeschön. Hypercake. Was ist denn Hypercake? Oh, achso, da ist das dieser komische, der so macht die ganze Zeit. Toby Eye Tracker 5 meinst du? Genau, das Ding. Ich glaube, wir müssen rüber, oder? Nee, ach, das ist eine eigene Spur, okay. Was ist das mit roten Glüh? Ach so, okay. Ja, das haben wir gar nicht drin, das müssen wir mal reinmachen. Da muss ich mal hier reinmachen, den Hypercake. Was heißt kleiner 2? Naja, das ist das, das ist das Hartz 4 kleiner 3. Kleiner 3 konnten wir uns nicht leisten, deswegen mussten wir kleiner 2 nehmen. Nee, das war mal ein Verschreiber von mir und das ist zum Running Gag geworden, beziehungsweise zum Insider und das, daraus ist das halt entstanden. So, fährst jetzt mal vorbei. Ich würde gerne dann halt... Oh, meine Fresse. Schleicht er da links von mir auf der Spur entlang. Was ist denn mit dir, Alter? Idiot. Gib doch Stoff, Alter. Wenn du am LKW vorbeifährst. Junge.
Hab ich Stoff gehört. Klebstoff. So, wir fahren wieder ein bisschen schnell. Jetzt müssen wir ein bisschen abbremsen hier. Geht ja so nicht. Wir müssen rüber, toll. Ja, sorry. Da haben wir noch eine andere Spur, ne? Fährst halt rüber. Frankfurter Frühstück. Irgendwie unsere Form von Zuneigung. Ja, absolut. Wie gesagt, es ist zum Insider geworden und mittlerweile ist es unser, es ist ja kaum noch, es ist ja nicht mehr wegzudenken. Es ist wirklich so. So, die fahren wieder alle rechts hin, dann gönne ich mir einfach mal den linken Fahrstreifen hier. Entschuldigung. Jo, 32 Tacken. Alles klar. Heck ab Vorfahrt, tschüss. Mach dich vom Ack her. Oder soll ich sagen, mach dich vom Beton, Kollege. Asami Salami, gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Ich konnte das Avamedia-Problem übrigens sehr bequem lösen, indem ich sie durch einen Elgato ersetzt habe. Wie ich damals. War bei mir genau das gleiche. Das habe ich damals auch gemacht, tatsächlich. Auch wenn ich das Avamedia, auch wenn ich das Avamedia-Programm tatsächlich lieber mochte als das von Elgato. So dieses Extreme Capture oder wie das heißt. Heißt das Extreme Capture? Weiß ich gar nicht. Dieses Utility auf jeden Fall. Ich mochte das Programm lieber als das von Elgato. Das von Elgato hat bei mir immer irgendwelche Probleme gemacht. Und ich mochte bei der Elgato auch dieses im Hintergrund aufnehmen nicht. Ich weiß, das konnte man ausschalten, aber ich habe es halt nie gemacht, weil, keine Ahnung. Ich habe aber auch schon lange nicht mehr mit dem Elgato-Programm aufgenommen. Vielleicht ist es mittlerweile nice. Früher hingegen, muss ich sagen, fand ich das Avamedia-Programm irgendwie angenehmer. Rec Central hieß das genau. Das fand ich eigentlich ganz nice. So für Videoaufnahme fand ich das ganz cool. Zum Streamen hätte ich Avamedia, das Produkt Avamedia, dieses Stream-Engine, hätte ich nie benutzt. Da ist OBS einfach der König und überleg mal, OBS ist halt einfach komplett kostenlos, ne? Also wenn ihr immer mal einen Euro übrig habt, ne, und nicht immer bei einem Streamer donaten wollt oder so, ne? Ich lasse da auch einmal im Jahr mal eine schöne Spende dabei, OBS, ne? Ich mache da auch immer mal eine kleine Spende hin, weil man einfach gar nicht, also man, ich finde, das wird viel zu wenig gewertschätzt, OBS. So, weißt du, es ist halt komplett kostenlos. Und das heißt ja keinen Cent dafür. Und hast dann aber einfach diese krassen Möglichkeiten mit OBS. So, weißt du, das ist schon heftig. Da würde ich mit vielen, habe ich es noch verfahren. Haben wir uns verfahren oder was? Ne, wir haben uns nicht verfahren, oder? OBS ist einfach selbstverständlich geworden, man denkt gar nicht mehr drüber nach. Okay. Ja, das ist es halt, ne? Und das wissen halt die wenigsten mittlerweile irgendwie zu schätzen. Das ist schon krass. Ja, ich fahre mal gerade in der Mitte. Kurz im iPad gucken, wie viel Akku ich noch habe. Okay, passt. Schau mal bei OBS, Hilfe über. Okay, jetzt möchte ich wissen, was da steht. Steht bestimmt Erik Range. Top Patreon Contributors. Gronk. Siehst du, sag ich doch, da steht bestimmt Erik. Na klar. Ja, ja. Schon okay. Ich hab das halt genauso gesehen und wollte auch supporten. Ja gut, bei mir ist es jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Aber so einmal im Jahr lasse ich da schon ganz gerne mal eine Spende da, wie gesagt. Ist halt
ist halt mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden, ne? Deswegen, also das ist schon krass. Und das sollten viel mehr Streamer-Kollegen machen. Ich weiß von einigen, dass sie es auch machen, aber es gibt halt auch viele, die benutzen es halt einfach und... Ja, ist ja kostenlos. Warum soll ich was dafür bezahlen, wenn es kostenlos ist? Ja, weiß ich nicht. So, mussten wir eigentlich nochmal schlafen jetzt? Nee, ne? Wir haben... Nö, 6 Stunden. Wann sind wir denn da? Warte mal, die 11 Stunden, die wir da drauf auf dem Tacho haben, ist das noch die Fahrzeit, die wir haben? Ja, ne? Wir fahren noch 11 Stunden, richtig? Ja, okay. Das heißt, wir müssen noch einmal Pause machen, auf jeden Fall. Wir müssen ja noch durch komplett Spanien durch. Spanien, ne? Einmal komplett durch Spanien durch. Boah, jetzt so eine schöne Paella oder sowas. Ne? Oh, hätte ich jetzt Bock drauf. Beziehungsweise, ich hätte jetzt auch einfach Bock auf so einen richtig geilen... Hier, wie heißt der nochmal, dieser Burger von McDonald's, den sie an Weihnachten immer haben. Hier, Big Rösti. Hätte ich jetzt Bock auf Big Rösti, ne? Leck mich doch am Arsch, ey. Oder ein Frikadellenbrötchen. Würde ich da würde ich jetzt aber für töten gehen, glaube ich. Ja, doch. Da würde ich jetzt, wäre ich bereit. Wir haben den Big Rösti auch mal selber gemacht. Willst du das auf Meterschießen anschauen? Nee. Nee, ich kann nicht mich hier im Stream jetzt hinsetzen und Fußball gucken. Das geht nicht. Ich sehe es ja hier nebenbei. Das passt schon. Wie kommt man vom Big Rösti auf dem, was von Paella auf dem Big Rösti? Naja, gut. Also da musst du dich hier im Stream dran gewöhnen. Ne? Das ist, so läuft das hier bei uns. Wir sprechen eben noch darüber, dass Pommes gerne in Vorgärten scheißt und Leute gerne in die Dusche pissen. Und schon sind wir bei einem fetten Mac-Menü. Ich sehe Polizei da hinten. Bitte sag mir nicht, dass die Straße hier gesperrt ist. Okay, ist er nicht. Warte, ich muss kurz hier vorbei. Warum, Tobias? Weil du das immer schreibst, dass du gerne in irgendwelche Vorgärten scheißt. Pommes, da kann ich jetzt auch nichts für. Du bist ja mittlerweile der Vorgartenscheißer. Jeder im Chat sagt das. Jeder im Chat sagt das. Der Chat würde mir jederzeit zustimmen, wenn ich sage, dass Pommes der Vorgartenscheißer ist. Ja, siehst du? Ja, richtig. Klar. Wenn Pommes der Vorgartenscheißer ist, macht ihr alle das Dry-Tick-Emote jetzt rein. Dieses Lach-Smiley-Emote mit dem weißen Hintergrund. Wenn ihr der Meinung seid, dass Pommes ein, Vorgartenscheißer ist. Oh. Ja, Pommes, scheiße gelaufen, wa? Machen wir nichts mit dem Macht-Abuse. Hättest jetzt nicht gedacht, dass der dicke Tobi so schlau ist, ne? Hättest jetzt nicht gedacht, dass er so weit denken kann. Oh, das hat übrigens auch gehört zu regnen. Oh, warte mal, der erste Elfmeter von Olmo. Erster Elfmeter von Olmo. Oh, wo schießt der den denn hin? Alter. Hat der seine Schwiegermutter im Publikum gesehen oder was? Alter, ey. Junge, Junge, da brettert er denn immer die Latte drüber, das gibt's ja wohl gar nicht. Pff.
Wer hat mehr Spielanteile gehabt? Wer war besser? War die Italiener besser? Ich. Kann mal gucken, dass wir uns hier nicht verfahren. Okay, Italien trifft. Ja. Siehst du, deswegen sollst du kein Fernsehen gucken. Ich muss hier lang. Nein! Okay, Chad, wollen wir es riskieren? Ansonsten müssen wir hier rückwärts raus. Das ist euch hoffentlich bewusst, ne? Wir müssen hier gleich wieder rückwärts raus oder wir müssen irgendwo drehen. Bitte, dass hier kein Helikopter stehen. Bitte, alles nur einfach kein Helikopter hier irgendwo auf der Straße. Warte mal kurz, Spanien macht gerade den zweiten Elfer. Moment. Oh, der macht da rein, ey. Krass. Steht da vorne ein Helikopter? Ich glaube, da steht ein Helikopter. Nee, da steht kein Helikopter. Hä? Warum ist denn hier gesperrt? Hier ist doch gar nichts. Ach, der macht da sauber. Na, schön, dass du dir Zeit lässt, Kollege. Wo kommen wir da durch? Easy. Look, ist das ein Auto offen? Oh, okay, ich dachte, der macht da sauber. Lol. Ich dachte, das wäre eine Kehrmaschine. Geht schon. Ja, ja, das geht. Das geht. Das geht. Wir passen da durch. Ja, ja, das passt schon. Das passt schon. So. Ach, das kann ja eh keiner kommen. Das macht keiner hier nach. Dass wir uns doch verstanden haben. Gut, dass der Kameras und keine Spiegel hat. Ja, es könnte sein, dass das ein großer Vorteil war. Okay. Norm, soll ich rausgeholt, weil du durch die Absperrung gefahren bist, oder was? Probier ich gleich morgen aus. Toll. Okay, Spanien hat den nächsten reingemacht. Wie sieht's aus im Moment? Italien, haben die auch einen? Haben die schon einen verschossen? Nee, ne? Doch, Italien hat auch einen verschossen. Okay, es steht 2-2 gerade. Alles klar. Ei, auch sicher verwandelt, ey, krass. Sind gefühlt irgendwie ganz schön viele Elfmeterschießen, ne? Sind gefühlt irgendwie ganz schön viele Elfmeterschießen bei dieser EM. Fährst du rüber mit deiner A-Klasse hier, oder was? Ah, danke schön. Sind ganz schön viele Elfmeterschießen irgendwie gefühlt. Alles sehr, sehr ausgeglichen. Viele Eigentore. Eigentorin. Alter, Pommes. Eieiei, Spanier verschießen schon wieder. Morata. Wird der nicht sowieso schon gehasst? Den hasst doch sowieso in Spanien schon jeder, oder? Oh, 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 bitter. Eieiei, der hat das 1-1 geschossen. Ja, aber irgendwie sind die Kommentatoren immer so, dass er gehasst wird von denen allen irgendwie. Aber Donnarumma ist auch ein krasser Keeper, ne? Donnarumma ist schon ein krasser Keeper. Ist das der entscheidende Elfer jetzt? Ja. Okay. Der macht den rein, glaube ich. Alter, wie viele Eier musst du haben? Uff. Wie viel Eier musst du haben in der Hose, Alter? Ja, geil. Und was macht ARD? Erstmal Werbung für Alipay oder was? Was ist das denn? Hä, die sind gerade am Jubeln und was macht ARD? Die bringen Werbung!
Was ist denn mit denen los? Ach komm, was ist das denn, Alter? Dann, da wirst du ja voll aus der Stimmung gerissen. LOL. Krass, 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 krass. Die Alte rastet einfach komplett aus. Unfassbar. Wenn es halt auch schlepp ist, dann wäre eine Fußballkarriere ja vorbei, lel. Wer kam eigentlich auf die Idee, das Schleppis zu nennen? Du, nee, ich hab Schlepphoden. Das ist ja allseits bekannt. Aber Schleppis? Du hast die mal so genannt. Echt? Gar nicht mehr dran erinnern. Wie willst du denn, dass wir es nennen? Straußenhoden. Oder Straußeneier. Princess 69, habe ich mich schon für deinen neuen Prime Sub bedankt? Ich fahr mal gerade hier rüber. Für deinen neuen Prime Sub bedankt? Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Oldie 96, Dankeschön für deine 2 Monate Prime. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für deinen Resub. Danke. Ich danke dir vielmals, gell? Dankeschön. Vielen, vielen Dank, gell? Tobi hat Bodenhoden. Ja, ich habe Eier aus Bodenhaltung tatsächlich, ja. Stimmt wohl. Mussten wir noch mal raus? Zum Schlafen? Nö, passt noch. Alles gut. Warte mal, wie weit sind wir denn jetzt hier wieder? 588 Kilometer sind wir noch unterwegs. Das ist ja easy, ne? Pünktlich kommen wir wahrscheinlich auch, ne? Donnerstag zwischen 11 Uhr und 15:22 sollen wir ankommen. Ja, hä, wir haben 5% Schaden am LKW und am Anhänger? Warum? Die Scheiße denn? Oh, der hat ein bisschen mehr Schaden da drüben am LKW, wa? So auch so ein Tank-LKW-Dingen. Ach, warum haben wir 5 Schaden? 5% am LKW und am Anhänger auch. Du hast gekratzt gerade beim Durchfahren. Ja, aber das doch nicht. Aber nicht so, dass wir jetzt hier 5% Schaden haben. Oder? Okay. Krass. Normale Abnutzung und. Oh, okay, Reifen zählen auch. Stimmt. Wie sieht's da eigentlich aus? Oder haben wir doch. Haben wir das nicht hier im Kontrollmonitor? Ja, die Reifen werden langsam aber sicher schon rot. Huh? Die Reifen werden langsam aber sicher schon rot. Alter, ich guck da auf die Tribüne und denk mir nur, nee, ey. Keine Maske, kein Abstand, kein gar nichts. Das ist halt schon krass, ne? Ja, das ist halt schon richtig krass. Was da abgeht. Heftig. Vergessen, dass du das halbe Feuerwehrauto mitgenommen hast? Ja, aber das sind keine 5% Schaden. Du hast am Anfang mit dem Auflieger angedotzt. Ja, vielleicht war es das gewesen. Das kann sein. Das kann gut sein, dass es deswegen vielleicht war. Das ist gut möglich. Ist doch so mal, Corona ist vorbei. Ja, ist halt echt super traurig, ne?
Naja. Die Donner wohl nur Delta bin die Schweiz gebracht. Naja, ich sag mal so, das einzig Vernünftige ist, dass es da wirklich jetzt nur Menschen, also dass da drinnen jetzt im Stadion nur Menschen sind, die aus England kommen, ne? Das ist das einzig Positive an der ganzen Geschichte. Ja, für uns jetzt, ne? Das sind alles Italiener und Spanier, die ja wohl angeblich in England wohnen, so hieß es zumindest, dass da nur Leute drin sind, die aus dem Land auch kommen. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Ob das so ist, keine Ahnung. Aber ich sehe uns geradewegs in den nächsten Lockdown schlittern, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Getestet, genesen, geimpft sind auch alle. Ja, das ist schön, dass die, die im Stadion sind, alle getestet und genesen und geimpft und geheilt und Weltfrieden und was weiß ich, was nicht alles sind. Aber es gibt auch in England noch eine Menge Leute, die eben noch nicht geimpft sind. Darum geht es einfach. Es gibt einfach immer noch sehr viele Leute, die eben noch nicht ein Impfangebot bekommen haben. Und so ist es bei uns in Deutschland auch. Und deswegen können wir jetzt nicht anfangen, alles aufzumachen und alles so zu machen, wie es früher war. Es gibt immer noch einen Haufen Leute, es gibt immer noch einen Haufen Leute, die noch nicht geimpft sind. Ist einfach so. Oder die das Angebot noch nicht bekommen haben. Ja? Aber daran sieht man wieder, das ist halt einfach egoistisches Denken. Es ist einfach von Grund auf egoistisches Verhalten. Ja, das ist es halt einfach. Ja, die sind doch geimpft. So, das ist auch das, was du von denen zu hören bekommst. Ich bin doch geimpft. Ja, und was ist mit den anderen, die es halt noch nicht sind? Was soll das? Ganz ehrlich. Ich bin bis jetzt, Tour Out of Space, ich bin bis jetzt einmal geimpft. Meine zweite Impfung bekomme ich am 9.8. Oh, wir müssen schlafen gehen, merke ich gerade. Naja, das passt schon. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 1,5 Stunden, das ist schon okay. Oh, ich muss gar nicht rüber. Passt ja. Restaurants dürfen nicht öffnen, nur weil noch nicht alle das Angebot bekommen haben. Also, bei uns haben die Restaurants wieder offen. Keine Ahnung, was du... Also, bei uns haben die Restaurants seit 2 Monaten wieder offen. Keine Ahnung, wo du wohnst oder was da genau los ist, aber bei uns ist wieder offen. Und das ist ja auch gar nicht mal das Ding. Es geht nicht darum, dass die Leute nicht ins Restaurant gehen sollen oder dass die Leute, was weiß ich, keine Ahnung, nicht Spaß haben sollen, dass sie nicht ins Kino sollen. Das sind die Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass die da mit 60.000 Leuten eng an eng stehen, sich in den Armen liegen, keine Masken tragen, gar nichts. Und einfach den ganzen Virus unter sich verteilen und dann einkaufen gehen nächste Woche und vielleicht jemanden anstecken, der noch kein Impfangebot hatte. Und darum geht es ganz einfach. Ganz einfach. Warum müssen da 60.000 Fans rein? Warum reichen nicht die Hälfte erstmal? Vor allem bei den Zahlen, die England hat. Hättest du auch die Hälfte getan. Ganz ehrlich. Warum müssen da 60.000 Fans rein? Was soll das? Sind die alle getestet und wieso haben sich dann unter den Schotten 400 mit Corona angesteckt? Von 2500? Dürfte ja dann eigentlich nicht passieren, wenn sie alle getestet sind. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also mir geht das zu schnell und ich bin auch ganz ehrlich, das wird ein ganz böser Schuss nach hinten. Ich glaube, das geht ganz übel nach hinten los. Oh, wir hätten hier runtergemusst zum Schlafen, ne? Na egal, scheiß drauf. Wir fahren noch mal. Wir fahren mal zur nächsten Haltestelle, ist doch nicht schlimm. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass man nichts öffnen soll oder nichts öffnen will oder sowas, ne? Die Zahlen lassen zu, dass wir ein bisschen was öffnen, auf jeden Fall. Und die Zahlen lassen auch zu, dass wir so ein bisschen was von unserem alten Leben wieder zurückbekommen. Aber wir sollten es jetzt nicht mutwillig aufs Spiel setzen. Das hat nichts mit Panikmacherei zu tun oder mit Angsthase oder was auch immer.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht einfach darum, dass wir ein bisschen vorsichtiger sein sollten. Meiner Meinung nach. Wie gesagt, das sieht vielleicht jeder anders. Ich sag lieber ein bisschen vorsichtiger, wieder jetzt irgendwie die Scheiße riskieren, ganz ehrlich. Halt! Muss schlafen! Entschuldigung! Das wäre eine Abfahrt. Oh, was ist das denn hier für eine Raststätte? Krass, da müssen wir gleich rückwärts ausparken. Was ist das denn? Das sieht auf jeden Fall lieber anders. Ja, wie gesagt, ist ja auch okay. Aber wir müssen das dann schon an die Wissenschaft halten. Das ist ganz wichtig. Und die Wissenschaft sieht, oder die Virologen sehen das nicht gerne, was da gerade in Wembley passiert. Kommen wir da rum? Mal rückwärts einparken wäre auch genial zu sehen. Ja, dann musst du bis zum Ende gucken, bis wir gleich da sind. Da werden wir das gleich probieren, rückwärts einzuparken. Mit Erfolg weiß ich nicht. Fahre ich jetzt gerade... Fahre ich falsch hier raus? Nee, ne? Das passt schon, wo ich hier gerade rausfahre. Wie viele Kilometer hast du noch? Müssen so um die 400 sein, circa. Müssen so um die 400 sein. Warte mal, wie viele sind wir denn hier noch? Na, 371 sogar noch, siehst du. 371 Kilometer. Kuss auf die Nuss. Oh, der gute Joker, ich grüße dich. Lieber Joker, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Boah. Krieg direkt Schluck auf, ey. Was ist das denn? Die Musik gerade passt irgendwie zu Spanien. Ich weiß auch nicht. Huch, falscher Knopf. Isabel Lian, Dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Ich danke dir vielmals. Und Ace Blazerino, Dankeschön auch an dich. Schaffen wir das? Ja, 80, da müssten wir eigentlich locker rumkommen. Dankeschön für deine 2 Monate. Vielen, vielen Dank auch an dich. Warte mal auf den Taxi-Simulator, der wird auch nice. Der wird auch richtig nice. Aber jetzt kommt bald erstmal der neue Bus-Simulator raus. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Der neue Bus-Simulator wird auch richtig nice. Habe ich Bock drauf. Scheiße, meine Cola ist leer. Warte mal, mal kurz so. Hier. Ich hoffe, du darfst schon ein bisschen vorher reinschauen. Weiß ich nicht, ob die da so, ne? Gab's beim Ranch Simulator mittlerweile ein Update? Da kamen, glaube ich, ein paar Updates raus, ne? Mittlerweile. Soweit ich das mitbekommen habe. Kam da das ein oder andere Update mittlerweile raus? Das letzte, wo wir mitbekommen haben, war noch der Burger, dieser Burgerladen. Wie es mittlerweile ist, weiß ich nicht. Es schreit nach Staffel 2. Ja, sobald es die Inhalte zulassen, ne? Sobald genug Inhalt drin ist. Jetzt also nur wegen dem Burgerladen oder so. Nur wegen dem Burgerladen jetzt irgendwie eine zweite Staffel, das ist halt. Ne, das ist halt zu wenig. Aber wenn ein bisschen mehr Inhalt drin ist, dann auf jeden Fall gerne. Dann auf jeden Fall gerne. Fabi Maradiot, ne? Schlaf gut und gute Nacht und viel Spaß im Lurk noch, ne? Das ist Bescheid. Machst du noch eine Tour, eine kleine, oder ist dann Ende?
Ich weiß es noch nicht. Wir gucken gleich mal, was da so ist. Vielleicht können wir noch in irgendeinen Nachbarort fahren oder sowas, den wir auch noch aufdecken müssen. Wir gucken gleich einfach mal. Vielleicht finden wir noch ein Örtchen, wo wir nochmal hin düsen können. Sieg im Finale gönnen, Italien, wenn dann gegen England oder Dänemark. Boah, ist schwierig, ne? Also, ich würde es jetzt von allen Vieren, die jetzt im Halbfinale waren, würde ich es natürlich Dänemark am meisten gönnen, ne? Weil es einfach ein Underdog ist. Ja, ansonsten. Ja, weil England hätte es genauso verdient dann am Ende wie Italien. Also Italien muss ich wirklich sagen, ja, ich weiß, die sind Schauspieler, ne, und die sind sehr theatralisch und alles. Nichtsdestotrotz spielen die halt aber einfach einen echt guten Fußball, teilweise. Waren nicht alle Spiele gut, die sie gemacht haben? Ne, das muss man auch sagen, es waren nicht alle Spiele top, die sie gespielt haben, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz haben sie aber trotzdem, sie mauern nicht mehr so extrem, ne? Ne? Sie sind nicht mehr so die Maurer, dieses Catenaccio oder wie man das früher genannt hat. Und aus dem Grund muss ich sagen, die spielen schon guten Fußball mittlerweile. Und sind ja, glaube ich, seit 2018 ungeschlagen oder so, ne? 34 Spiele mittlerweile. Das ist halt auch krass. Ja. Also mal gucken. Mal gucken. Ich würde es Italien genauso gönnen wie England. Oder die Mannschaften, die im Finale sind und uns am Ende gewinnen, die haben es halt sowieso verdient am Ende, ne? Was ist das denn jetzt hier? Freunde, was ist das denn? Bin für England aber hauptsächlich wegen Kane, der nicht mal einen Pott verdient. Ja, Joker. Was? Ne, was Joker sagt auf jeden Fall. Also, Harry Kane hat wirklich mal einen Titel langsam verdient. Stimmt schon. Ja, bin ich auch absolut bei dir. Oh, da drüben ist eine Baustelle. Lululululul. Vorsicht, ich überhole. In dem Lied. Ja, Baum ist lit. Twitter ist lit. Bei mir 23 Grad derzeit. Boah, sind da gerade Jets geflogen? Alter, sind da gerade Jets gestartet? Was war das denn? Es ist Krieg! Aufenthalt in Sevilla. Oh, das erste Mal in Sevilla. Cool, wir haben Sevilla aufgedeckt. Nice. Sevilla dürfen wir trotzdem nur mit 90 durchbrettern. Das ist eine Stadtautobahn oder was hier? Wo muss ich denn lang? Ach, hier runter, okay. Hui, schon wieder? Alter, was sind denn das hier für Jets? Warum fliegen hier so viele Jets? In Sevilla, was ist das? Wie viele Angestellte hast du in ETS? Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube 20? Fahr halt vorbei, Mensch. Junge.
Junge. So, müssen wir hin runter hier oder was? Nee. Wir sollen nur die Spur wechseln, aber das ist ja auch blöd angezeigt hier. Ich werde da jetzt runtergefahren, ne? Aber schon schön. Schon schön aus hier, Sevilla, ne? Schön groß vor allem. Das ist schon cool. Sehr hübsch gemacht. Wo ist eigentlich das halbe Jahr schon wieder hin? Pommes. Hoppala, Pommes, frag bitte einfach nicht. Frag bitte einfach nicht. Turtok 23, Dankeschön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Und oh, ich muss hier runter. Tschüss. Und iBlood Dragon 08, Dankeschön auch an dich für 21 Monate. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, Pommes frage aber nicht. Ich sag ja, 3 Monate und wir bereiten uns schon wieder auf Weihnachten vor, ne? Heftig. Einfach heftig. September gibt es wieder Lebkuchen. Gut, bin ich ganz ehrlich zu euch, finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Lebkuchen geht halt immer. Boah, jetzt ein Lebkuchen. Ja, voll geil. Wäre ich auch sofort dabei. Wie schnell? Oh, ich darf ja immer noch 90 fahren. Oh, nicht Tucker hier mit. Ich dachte, wir sind ja immer noch in der Stadt. Ab Juli fangen wir an, Weihnachtsschollen zu produzieren. Okay. Krass. Dann liegen die so lange, liegen die dann rum, oder was? Haltbar bis zum 23.12. Weihnachtsschollen sind nice, nur ohne Rosinen. Ja, ja, ja. Rosinen ist halt auch so eine Erfindung aus der Hölle, glaube ich, ne? Ja, wobei ich bleib mal hier drüben, weil ich nicht weiß, wo wir runter müssen. Vielleicht müssen wir hier gleich irgendwo runterfahren. Ich habe gehört, Erik mag Rosinen. Okay. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen gerade. Am besten auf der Ananas-Pizza. Okay, ich dachte mir schon. Ich dachte mir schon, dass Erik keine Rosinen mag. Ein Christstollen mit Rosinen ist geil? Nein. Nein. Wie gesagt, Christstollen ist geil, aber nicht mit Rosinen. Mit Rosinen ist das nicht geil. Also ich bin vielleicht geil mit Rosinen, aber Christstollen mit Rosinen ist ekelhaft. Rosinen sind voll geil? Nein. Nee. Das ist echt widerlich.
Auch wenn du so Gebäck irgendwie beim Bäcker oder sowas kaufst, ne? So Hefe, so Reihe weg und wie die ganzen Dinger heißen, wenn da Rosinen drin sind, ne? Da kriegst du Kotzen, Alter. Und das Beste ist immer, wenn der Bäcker dann, wenn die bei Schäferbäckerei, erstens mal haben die immer verbrannte Brötchen, total geil. Und dann haben die letztens hatten die, die haben solche Schokoreihe weg. Ne? Die sind mit so Schoko-Drops drin quasi. Das ist so ein Stück Hefeteigling quasi mit Schokolade drin. Und die haben sie aber auch mit Rosinen gehabt. Und die hatten sie beide nebeneinander liegen gehabt. Ja. Und ratet mal, wer sich dann vergriffen hat von denen, ne? Ja. Die schmecken voll gut, vor allem im Müsli. Fox, nein. Keine Rosinen. Bei einem Kater ein lecker Rosinenbrötchen mit Leberwurst. Alter, jetzt hört's aber auch auf. Jetzt sind wir vorbei, ne? Im Müsli gehört nur Schokoladen, so Schokoladendrops und da kommt. Ich Müsli im Trocken. Müsli mit Trockengemüse ist eh nicht geil. Mit Trockenobst ist eh nicht geil. Ich mag so Trockenobst sowieso nicht so gerne, muss ich sagen. Ja, Schatzi, wie wär's, wenn du mal weiterfährst und hier nämlich mit 20 über Autobahn fährst, wo du 80 fahren darfst? Was ist denn mit dir? Oh, Junge! Haferschokolade, Nüsse, perfekt. Perfekt, mehr braucht's noch nicht. Getrocknete Weintrauben, nein. Nee, ekelhaft. Bah. Das einzige trockene Obst, was ich esse, ist Bananenchips. Die sind geil. Bananenchips sind geil, aber kann ich auch nicht so viele, weil da kriege ich irgendwann, da wird mir irgendwann schlecht. Jetzt kommt da jemand mit Datteln um die Ecke, Alter. Bah! In Schinken einrollen und 10 Minuten in den Ofen ist geil. Alter, es wird ja echt immer perverser jetzt hier, ne? Ich mach hier gleich aus. Kann die Telekom, warum hat die Telekom heute nicht Internetprobleme? Hast du mal probiert? Nein, ich esse doch. Nee, Datteln mit Schinken, was ist denn jetzt los? Nudeln mit Apfelmus? Alter! Wow! Nudeln mit Apfelmus! Magst du die Nougat-Taschen auch oder bei dir nur normales Müsli? Was für Nougat-Taschen? Kenne ich nicht, glaube ich. Oder ist das dieses von Kellogg's, diese Nougat-Taschen? Reis mit Pflaumenmus! Alter, was ist denn los mit euch? Was geht hier mit den Leuten? Apfelmus ist nur geil mit Kartoffelbrei? Hä? Apfelmus isst man zu Kartoffelpuffer oder so. Aber doch nicht zu Nudelnreis oder Kartoffelbrei, hä? Alter, ich fall vom Glauben ab, ne? Saure Gurken mit Nutella. Bin raus. Ciao. Muss ich hier stehen bleiben eigentlich? Scheinbar steht ja da, ne? Die meinte ich vorhin übrigens. Ah, ja, okay. Nudeln mit Vanillepudding. Das Einzige, was ich mir noch gefallen lasse von komischen Kreationen ist Bananenbrot. Also Brot und eine Banane drauf. Okay. Und was ich mir noch gefallen lasse ist... Warte, ich muss kurz gucken, wo ich hin muss. Und was ich mir noch gefallen lasse ist, das habe ich früher immer gegessen, ein Schokopudding und dazu ein Brot.
Aber das ist fast wie Nutella. Also, ne, das ist fast das gleiche. Wie ein Schokoaufstrich einfach. WTF? Ja, was WTF? Das schmeckt wie Nutella halt einfach. Was ist denn mit dir? Das ist ein Schokopudding. Ein ganzes Brot. Wie da einfach random manchmal irgendwelche Sachen durchfliegen, ey. Ein ganzes Brot! Du kannst doch keinen Glibber mit einer Stulle mixen. Was heißt denn da Glibber? Was kennst du denn für einen Schokopudding, Alter? Muss ja durch der schöne, cremige Sahnepudding sein. Da schmeckt das schon ganz gut. Das geht schon. Aber sonst? Leberwurst mit Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade. Alter, was ist denn das hier? Ich fahre von einem Kreisel in den nächsten. Was ist denn hier los? Hä? Alter. Ich habe einfach 3000 Kreisel auf einer Ecke, ey. Bratkartoffeln mit Schokopuddingsuppe. Okay, jetzt wird's echt widerlich. Ich glaube, die Leute fangen jetzt an, einfach nur Sachen Sachen, die sie noch nie gegessen haben, glaube ich, reinzuschreiben. Das kann nicht real sein. So, versuchen wir mal rückwärts einzupacken. Ach du Scheiße. Aber wir haben vorneweg gut Platz. Das ist nice. Das ist easy. Wir haben vorne genug Platz. Das ist nice. Von hier hinten aus. Da habe ich gesagt, das ist easy. Das war vielleicht nicht so gut, dass ich das gesagt habe. Naja, schauen wir mal. Ei, fahre ich wieder wie im Softer. Bin mit meinem Fettbauch schon wieder auf die Hupe gekommen. Scheiße. Warte mal, jetzt habe ich mich verkackt. Moment. Entschuldigung. So. Ein bisschen zurückgehen hier mit dem Arsch. Oh. Gucken, ob wir da reinkommen. Warte mal. Das sieht gut aus, glaube ich. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Doch, das wird. Ja. Noch ein Stück. Wenn es knallt, noch ein Meter. Da passt das. Sehr gut. Naja, fast. Wir sind fast drin. Das ist okay. Kann ich mitleben. Oh, ein Raid! An alle, die vom Held der Steine rüberkommen, hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Sorry, ich war gerade im Tunnel drinne. Vielen Dank und herzlich willkommen an alle, die vom Helden rüberkommen. Was habt ihr gemacht im Stream? Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Dankeschön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön. Backkammenbär mit Preiselbeeren. Wir sprechen gerade über verschiedene Essensangewohnheiten, die manche haben. Wir hatten schon Datteln im Schinkenmantel. Geht gar nicht. Was habt ihr denn für Sachen, die ihr gerne esst, die total abgefahren sind? Angefangen hat alles mit Rosinen. Und ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass Rosinen absolut widerlich sind. Meine Ex mochte mal Pfannkuchen mit Bohnensuppe. Musste mich trennen. Es gibt wirklich verrückte und abgefahrene Essens. Saumagen ist saugeil. Das hat man letztens auch schon drüber gesprochen. Saumagen geht nicht. Also das. Nee. Rosinen im Kartoffelsalat. Ich bin geschockt. Ja, danke schön, wie gesagt, nochmal für den Raid. Ne? Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken. Vielen, vielen Dank. Es ist meine Ehre. Vielen, vielen Dank. Cornflakes mit Eistee. Wow. Okay, wollen wir noch einen kleinen Mini-Auftrag machen? Wie viel? Ja, wir haben 11:45, komm. Hallo? Ah ja. Wollen wir noch einen kleinen Mini-Auftrag machen? Wo können wir denn hier... Alter, jetzt haben die so eine Tour da drinne. Das wäre eine größere Tour gewesen, als wir beim letzten Mal hatten.
Das ist doch ärgerlich. Alter. 4.366 Kilometer nach Finnland hoch. Boah, heftig. Heftig. Nee, haben wir noch eine Tour hier irgendwie vielleicht im Inland, Spanien oder sowas? Italien ist auch nicht schlecht. Aber das ist 2.700, das wäre jetzt zu lange. Nochmal 5 Stunden. Klar. Hier nach Barcelona. Ja, in Barcelona waren wir schon. Hier könnten wir noch hinfahren. Das sind aber auch 1000 Kilometer. Das ist schon ziemlich weit. Saragossa. Valencia. Waren wir schon in Valencia? In Valencia waren wir schon. Madrid? Wir waren schon in Madrid. Portugal. Das sind 600 Kilometer. Guck mal, das ist doch. Wir fahren ein bisschen Kalium nach Sinnes. Wie viel Kilometer Sinnes? Entschuldigung. Let's go. Wann müssen wir das nächste Mal Pause machen eigentlich? Ja, geht noch. Aber ein LKW reparieren wäre ganz nice, glaube ich. Mal gucken. Du wolltest nach Leipzig? Ja, aber wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder keine Tour nach Leipzig gehabt. Da war schon wieder nichts dabei gewesen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Die Tour, es gibt nach Leipzig geht nicht. Es gibt Leipzig nicht. Leipzig ist einfach, ist ausverkauft. Mach mal eine Pinkelpause, ich muss kacken. Alles klar. Alles klar. Klar gibt's Leipzig, ich wohne hier. Ja, im Spiel aber scheinbar nicht. Im Spiel ist das, es gibt kein Leipzig im Spiel. Das ist alles, ist vorbei. Also natürlich nur ein Gag, ne? Weil wir da schon, also wir waren halt noch nie in Leipzig in dem Spiel. Und wir spielen es jetzt schon so lange. Aber wir waren noch nie in Leipzig. Leipzig. Jetzt habe ich den ausgebremst, das tut mir leid. Ich musste gucken, wo ich hin muss. I'm so sorry, Entschuldigung. Entschuldigung, gell? Entschuldigung. Achso, warte mal, ich wollte noch mal ganz kurz gucken. Haben wir noch irgendwo eine Werkstatt? Wir hätten aber in irgendeine Werkstatt gemusst, ne? Ne, weil wir hier nicht in der Stadt sind. Scheiße, hier drüben ist die Werkstatt. Und wir könnten das mitnehmen. Wir fahren da eh lang, ne? Wir könnten den kleinen Umweg machen und da kurz unsere Reifen reparieren lassen. Müssen wir vielleicht sogar. Wäre vielleicht sogar gut, wenn wir das machen. Ja, wäre vielleicht sogar ganz gut, wenn wir das machen. Besser ist das. So, welcher Auflieger ist es? Welcher ist das? Ach, das ist ja auch wieder easy peasy, ne? Hier können wir schön von der Oben-Perspektive machen. Fahre ich diesmal auch gerade ran, vielleicht. Die 60, gell? So. Guck mal, das klappt viel besser. Fährt schon wieder schief ran. Ja, ist egal. Wie Zauberei. So, wo musste ich jetzt raus? Das ist die 09. Oh, war das echt die 09? Ja, es ist schon spät. Tut mir leid. Warst du schon mal RL in Leipzig? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Schon wieder falscher Knopf. So, wir fahren Kalium. Alter. So, tschüss. Sind auch nur 9 Tonnen, da müsste der DAF, glaube ich, ganz gut mit zurechtkommen. Hoffe ich. Hey, Dry, wolltest du nicht schon längst geschlafen? Was ist denn mit ihm jetzt los? Wir müssen gleich bei der Abfahrt mal gucken, dass wir zu der Werkstatt runterkommen. Fox, ja bitte, was denn? DAF schafft das schon. Ja, ach ja, weil man hier stehen bleiben muss, ne? Reaktorfrage. Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Was passiert, wenn ich nicht stehen bleibe? Lass mal testen. Nichts. Alles klar.
Tanke wird es heute nicht mehr geben. Ich weiß gar nicht, wie der Tank aussieht gerade. Müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir gleich mal gucken. Zur Not musst du in der Stadt schnell eben kurz, losrennen oder dir bei der Werkstatt einfach was aus dem Kühlschrank holen. Jetzt muss ich auch trotzdem noch mal gucken, wo müssen wir runter? Dauert noch einen Moment. So, ich war in der Mitte gerade, sehe ich. Das ist nicht so gut. So. Ich esse manchmal Vanillepudding auf getoastetem Toast. Okay. Also Vanillepudding? Aufs Gassi wurde Ausflug zum Notfalltierarzt in Frankenthal sowie zum Schlafen. Driver, das ist ja passiert, Alter. What has happened? Wir fahren jetzt hier nicht runter, wir fahren durch. Das ist ja eine kleine Tour, das sollten die Reifen schon hinkriegen, glaube ich. Das ist halt richtig uncool. Oh, hier ist nur 70. Ich lass mal ausrollen. Bein Foto verdreht. Oh nein, 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 oh nein. Scheiße, Mann. Willst du Schmerzmittel jetzt bekommen wahrscheinlich oder sowas? Ja, Dry, also wenn du irgendwas brauchst, dann sag Bescheid. Ich weiß von Hazel, wie teuer so Knochengeschichten sein können, ne? Dort hüpft er aus dem Auto, als wäre er frisch geboren. Fühl ich. Ich werde das nie vergessen mit Hazel damals, wo die diesen Markknochen gegessen hat. Und hat es geschafft, sich den hinter die beiden Vorderzähne am Kiefer einzuklemmen. Sodass sie quasi wie so ein Dings um den Mund hatte. Das werde ich nie vergessen. Da haben wir damals den Stream unterbrochen für. Und sind zum Tierarzt gefahren. Das war am Sonntagabend. Weiß ich noch ganz genau. Der Tierarzt kommt extra in die Praxis. Sie sitzt auf dem Tisch. Der Tierarzt sagt, ja, muss ich eine leichte Narkose geben und mit einer Knochensäge aufschneiden. Den Markknochen. Dass er den lösen kann. 5 Minuten später, als er gerade alles vorbereiten wollte, hat er sich das Ding selber rübergestülpt. Also so weggestülpt. Kein Bock drauf gehabt. Super peinlich einfach. Ich meine, wir waren froh, ne? Weil Narkose ist halt immer scheiße teuer und so, aber... Ja, also Dry, wenn du irgendwas, ne? Sag Bescheid bitte. Weil ich weiß, dass so Knochengeschichten immer scheiße ist. Ich hoffe aber, dass es jetzt... Wenn er schon mal aufgetreten ist, dort wieder, ist er schon mal gut. Vielleicht war es wirklich nur verstaucht, verdreht oder irgendwie sowas. Hat 2 Spritzen bekommen, aber alles okay. Aber halt mal 50 Euro Notfallgebühr. Naja. Was meinst du, was wir bei Amy... Wir haben fast 200 Euro Aufschlag bekommen, weil das nachts halt war, ne? Ich meine, wir sind ja um 4 Uhr nachts hingefahren, in diese Tierklinik Egelsbach war das. Das war auch, da haben wir auch 200 Euro allein nur für Nachtzuschlag und Notfallgeschichte da bezahlt gehabt, ne? Ich meine, ist mir in dem Moment jetzt scheißegal gewesen, aber trotzdem. Aber bin ich auch ganz ehrlich, zahle ich auch gerne in dem Fall, weil ich froh war, dass wir halt irgendwo hin konnten, ne? Deswegen ist das schon okay.
mussten damals über 1000 Euro bezahlen, weil meine Karte bis Wochenende in der Tierklinik bleiben musste. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch einen Hund anschafft. Ne? Und ich weiß ja, dass viele Leute durch Corona jetzt auch so Bock auf einen Hund hatten und sich auch einen Hund gekauft haben. Schließt auf jeden Fall eine OP-Versicherung ab für den Hund. Ja, macht das auf jeden Fall. Ne? Also wenn ihr euch einen Hund oder wenn ihr mit dem Gedanken spielt, irgendwie einen Hund zu kaufen, schließt eine OP-Versicherung ab. Es gibt mittlerweile sogar ganze Tierkrankenversicherungen, die man abschließen kann. Macht das. Es lohnt sich am Ende des Tages wirklich. Gerade die OP-Versicherung. Wir waren so froh, dass wir die hatten, als Hazel sich den Kreuzbandriss zugezogen hat. Das waren mal eben 3.500 Euro. Mit allem. Ne? Und da ist noch nicht die Nachbehandlung. Da ist noch nicht die Nachbehandlung dabei gewesen. Ne? Also, Physiotherapie und sowas, ne? Das ist nicht dabei gewesen. Nachröntgen ist auch nicht dabei gewesen. Also 3,5 allein nur für die OP und für die bisschen Nachsorge, was nach so einer OP anfällt. Ja. Ja, für Katzen macht das auch durchaus Sinn, ja. Ja, auf jeden Fall. Für Katzen ist das auch durchaus sinnvoll. Ab Haftpflicht mit OP, aber die muss man meist im Welpenalter abschließen. Ja, ja, gerade bei Labrador, ne? Gerade bei Labrador, sobald er irgendwie ein Jahr alt ist oder so. Allgemein Labrador, wenn du bei einer Hundehaftpflicht Labrador eingibst, wirst du sowieso automatisch schon mal teuer. Das wird automatisch teurer, das ist erstmal so. Weil Labradore sind... A, sind sie halt relativ dappisch, muss man einfach so sagen. Und B, sind sie halt mittlerweile sehr überzüchtet und auch sehr, sehr anfällig für sowas. Ne? Deswegen sind die automatisch teurer. Ich habe mittlerweile, was haben wir? Ich glaube 90 Euro alle 3 Monate bezahlen wir für Hazel. Weil wir es damals im Welpenalter schon abgeschlossen haben. Das ist halt schon okay. Oh, komm Junge, wer fährt denn hier 30 bitte? Ist das dein Ernst jetzt? Ich ziehe hier mal gerade vorbei, es tut mir leid. Nicht nachmachen zu Hause bitte. Musik ist leer. Oh, warte, die Musik ist aus. Dann mach ich mal neue an hier. Einmal Mucke, zack, zack. Warte, hier, gehen wir einmal rein. Hier, warte, da, hier. So. Huch. So. Oh, jetzt habe ich den. Ah, toll, jetzt habe ich Spotify über dem Chat. Ist doch kacke. So. Wie geht's, Hazel, soweit? Alles schick? Ja, 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 ja. Alles gut. Soll ich das Thema hier reingetragen haben? Nee, ist doch alles gut. Wieso doch hier am Schnacken und am ETS fahren? Das passt schon. Alles gut. Huch. Wie hast du dein Mikrofon angeschlossen? Mit XLR. Über einen Audio Interface. Wer ist das Audio Interface? Das ist das Scarlett Solo 101 oder sowas. Scarlett Solo. Solo. Scarlett Solo heißt das, ja. Jap, jap. Aber das Rode AI ist, doch, Rode AI 1 ist auch nicht schlecht. Das ist auch ein gutes Interface auf jeden Fall. Also ich gehe mal kurz hier rüber. Teach, gute Nacht, schlaf gut, schlaf gut, schlaf gut. Gute Nacht, lieber Teach. Ich muss hier runter. Junge, Junge, Junge. Lakritz, ja oder nein? Nein. Die einzigen Lakritze, die ich esse, sind die, die in Haribo, Colorado drin sind. Die so ein bisschen diesen bunten Zuckerguss, dieses Zuckergusszeug oben drüber haben. Ansonsten, nein. Mag ich keinen Lakritz.
das Audio-Interface dann über USB in den PC. Ja, da ist noch ein DBX 286S dazwischen geschaltet. Das ist so eine Art Preamp quasi. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob du sowas brauchst für dein Mikrofon. Keine Ahnung. Huh. Kommt halt aufs Mikrofon darauf an, was du hast. Ne? Schlecht ist sowas nie, aber kostet halt auch wieder Geld. Das ist so. Joker, mach es gut, schlaf gut. Gute Nacht. Hast du ein Fathead für deinen Broadcaster? Ich habe keinen Broadcaster mehr. Tatsächlich. Wozu braucht man dann das Preamp? Naja, es ist das, was es sagt. Es ist ein Vorverstärker. Die meisten Mikrofone brauchen einen Vorverstärker, weil du sie sonst zu hoch drehen musst. Und dann hast du irgendwann Gekratze, Übersteuerung, blablabla. Ja, entspannt euch mal. 400, das ist doch easy. Das hole ich doch direkt wieder rein mit der nächsten Fahrt. Mal 30. Ich bin von Spanien nicht erfreut. Hier passiert ja wirklich gar nichts auf der Autobahn. Nicht mal Tankstellen. Stimmt, wir haben... da drüben kommt jetzt gleich was hier auf der linken Seite. Warte mal. Hier kommt auch was. Aber ist das eine Tankstelle? Ne, das ist eine Abfahrt. Wir müssen für die Tankstelle runter. Eine Liste unten aktualisiert, da steht das Procaster drin. Oh ja, da muss ich mal dringend gucken. Ich muss unter dem Stream sowieso mal die ganze Liste. Ich muss es sowieso mal aktualisieren. Aber sonst hier so direkt Autobahn, Tankstelle oder so ist wenig hier, ne? Oh, da ist irgendwas. Zieh mal rüber. Zieh mal noch einen weiter rüber, dass die Leute, dass die hier rüberkommen können. Oh, ein Unfall. Nein, und da müssen wir auch noch lang. No risk, no fun, Chat. No fun. Am Ende steht der Hubschrauber. Das kann natürlich passieren, ne? Kann durchaus passieren, dass uns hier gleich ein, dass ihr uns hier gleich der Hubschrauber erwartet. Nein! Scheiße! Kommen wir da vielleicht trotzdem vorbei? Ich sehe die Rotoren leider nicht, weil es so dunkel ist. Chat, ich hab das. Entspannt euch, wir kommen da durch. Das ist überhaupt kein Problem. Wir fahren einfach ganz langsam daran vorbei. Das ist überhaupt kein Problem für uns, ja? Wir haben keine Außenspiegel, das geht, das funktioniert, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben nur Kalium hinten im Anhänger drin. Das ist nicht schlimm, wenn der Rotor da mal eben kurz ein bisschen durchjodelt. Das ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert, es klappt. Halleluja! Keine Panik auf der Titanic, es ist nur Kalium im Kofferraum. Huch, das macht nichts. Junge, Junge, Junge. Was packt er denn aus seinem Helikopter? Jetzt fängt es an zu regnen. Was packt er denn aus seinem scheiß Helikopter da direkt im Weg? Was soll denn das? Verstehe ich nicht. Wie man so sein kann. Hat er bei der MPU gelernt. Toll, danke. So, jetzt erstmal 120 fahren und aufholen, was wir gerade an Zeit verloren haben. Alter, wir fahren wirklich gleich 120. Okay, warte mal, die Autobahn ist gerade frei. Ich möchte ausprobieren, wie schnell wir kommen. Knacken wir die 140?
Ich gebe schon mal Lichthupe. Ja, schafft man nicht. Junge! Mach die volle Spur, oder? Klappt das, wenn man die Lichthupe gibt? Hau die dann ab. Hey, was ein Aussichtspunkt, ich will da hin. Wir fahren aber eben schnell rüber, hier kann man auch schlafen. Oh ja, und hier ist ein Aussichtspunkt, aber auf der anderen Seite. Das ist ja wohl ein Witz. Ach, ist doch zum Kotzen. Ach, Blinker nach links habe ich vergessen. Ja, ich mache das nicht so oft, Entschuldigung. Bin ja nicht so geprobt drinne. Kann ich hier schlafen? Ist kein Parkplatz, oder was? Ist hier nur ein Parkplatz? Scheiße. Ist doch zum Kotzen. Ein einziger Stellplatz für einen LKW? Ist ja ein Witz. Fuck. Wann müssen wir denn schlafen? 1:17 Uhr, okay. Na, mal gucken, vielleicht kommen wir ja noch an irgendeinen Parkplatz ran da gleich. Das sah schon sehr routiniert aus, dankeschön. Du hättest rechts stehen können, ja? Soll ich nochmal zurückfahren? Oh, hier kommt eine Maut? Ja, auf der anderen Seite. Lol. Automatisch bezahlen, siehst du? Schreibt jemand vor, wann du schlafen musst? Naja, irgendwann schlafen wir ein. Und das ist halt am Steuer vor dem LKW nicht so geil. Ehrlich gesagt. Och Mädels, was ist das denn jetzt hier schon wieder? Mensch. Fahr doch mal zu da vorne. Was ist denn das jetzt hier? Oh, Freunde. Jo. Ich habe das Gefühl, wir schinden keinen Eindruck mit unserer Hupe. Hol auf den Standstreifen. Danke. Gute Idee. Ist hier irgendwo was zum Schlafen? Warte mal, ich muss kurz auf den Map kommen. Wann kommt denn der nächste Schlafplatz? Wow. Schaffen wir das noch? Ja, locker. Locker. Vollgas, na klar. Immer Bleifuß geben dem Lachs. Genau so läuft das. Oh, hier müssen wir aufpassen, hier geht's eine Abfahrt runter. Da müssen wir. Kann manchmal, ja, easy, hier ist ja lang gezogen, das passt schon. Hast du ein Sammelalbum für die Knöllchen? Das sind ja keine, das ist ja Maut, die wir bezahlen. Geblitzt wurden wir heute tatsächlich nur ein einziges Mal. Wie lange haben wir noch? 22 Minuten. Okay, wir müssen jetzt sehr drinnen schlafen gleich. Das heißt, wir müssen aufs Gas drücken. Das geht nicht anders. Jetzt kommt ja auch noch eine Mautstelle. Ich glaub's ja wohl, oder? Lass die Schranke oben! Schranke oben lassen! Jo. Kann ich hier schlafen? Ne, das war die Stelle, wo man nicht schlafen konnte. Die nächste wird sein.
Ist das die Zeit, bis du einschläfst? Nee. Also, jein. Du fängst dann an, müde zu werden und der Bildschirm wird ab und zu mal so ein bisschen schwärzer. Ne, es wird immer so ein bisschen dunkler. Und ich glaube, nachdem das dann 2-3 Mal der Fall war, dann schläfst du wirklich ein. Dann ist wirklich vorbei. Und dann baust du einen Unfall und wirst irgendwie zurückgesetzt oder so. Blende aus da, ich muss sehen, wann der packt, wann wir hier runter müssen. Da kommen Lichter, es könnte sein, dass wir hier gleich runter müssen. Jo. Festhalten! War doch funktioniert. Alles gut. So, shit. Gute Nacht. Weiter geht's. Noch 118 Kilometer, die rutschen auf einer Arschbacke runter hier. Ist gar kein Problem. Aber das ist heute, es hat heute sehr viel geregnet, während wir gefahren sind. Könntest du dir vorstellen, im RL so Fahrten zu machen? Ja, schon. Aber, uiuiui. Aber ob ich das für immer, weiß ich nicht. Aber Bock hätte ich schon mal, LKW zu fahren, ja. Das ist nicht fair, das hast du noch nie gemacht? Was denn? Was habe ich noch nie gemacht? Ich habe so gewartet, bis alle sitzen. Mich vergessen, du Lump. Ich habe gewartet, bis alle gesessen haben. Oh, ja. Ich wollte eigentlich gerade auf dem Standstreifen überholen. Alter Schwede, ey. Vielleicht sollten wir ein bisschen vom Gas runtergehen, dann ist ein bisschen angeschnellt. Da gehöre ich wohl nicht zu alle. Du hast schon da gesessen, hast dir 3 Bockwürste reingepfiffen, habe ich doch gesehen. 2 Faxedosen runtergespült. Ich habe das gesehen. Der ganze Sitz wieder voll gekrümmelt. Ja, okay, also schleichen möchte ich jetzt halt auch nicht, ne? Ich würde heute schon noch gerne ankommen. Scheiße, wir müssen hier gleich runter. Kommen wir an dem noch vorbei? Ja, locker. So, schön ausbremsen, rüberziehen, läuft. Wird ein bisschen übel bei der Fahrweise. Macht nichts, Fox gibt dir einen Faxe, dann geht er easy. Das ziehst du eben durch die Nase und dann läuft das. Macht Fox auch immer. Keine Zeit, das ist eine schnelle Fahrt hier. Was ist denn los mit dir? Darf ich hier langfahren? Ja, geil. Easy. Nein, wir können ja auch ordentlich fahren, ne?
Wir können ja auch ordentlich fahren. Haben wir ja vorhin 3300 Kilometer gezeigt. Aber jetzt am Ende kann man ruhig mal ein bisschen Gas geben. Mal gucken, was so geht. Geile neue Musik, by the way. Ja, ich mag die auch. Epidemic, ich bin nur am Runterladen die ganze Zeit. Runterladen. Es gibt immer so geile Songs, ne? Und die hören sich auch alle so cool an. Und ich bin nur ständig am Runterladen. Der Einbau des Mini-Kühlschranks in seinen Brustkorb schiebt. Alter. Da lachst du wieder. Oh, warum bremsen die denn? Warum bremst ihr denn so stark? Gibt es eine Playlist mit den Songs? Nee, leider musst du dir die oben, steht immer ganz oben, linke obere Ecke im Stream, was das für ein Song gerade ist. Und da musst du dir den leider selber zusammensuchen auf YouTube oder Spotify, weil das alles runtergeladene Songs sind. Das ist eine lokale Playlist. Deswegen gibt es die leider nicht als Playlist, tatsächlich. Früher hat man eine Stream-Playlist gehabt, aber das war halt auch noch, als ich noch Musik abgespielt habe. So, erster Aufenthalt den Sinnes. Woher der Sinneswandel? Ja, das ist halt wirklich lustig, ne? Weißer Text auf schwarzem... Oh, ja, warte mal. Komm, dann machen wir das mal so. Ich kann auch so fahren, das ist gar kein Problem. Was macht er denn da jetzt? Ich bleib da fast stehen, der Junge. Welche Plays verwendest du bei Epidemic Sound? Querbeet durch. Da habe ich... Ich habe da keine bestimmte Playlist. Boah, mein Arsch tut weh, ne? Ich habe da keine bestimmte Playlist. Das ist einfach querbeet durch irgendwas. Du bist noch nie große Fahrzeuge mit Anhänger gefahren. Ne, ich habe keinen Anhängerführerschein. In diesem Sinne ist gute Nacht euch allen. Oldie 96, schlaf gut und Dankeschön für diesen wunderbaren Wortwitz. Gefällt mir. Sehr schön. Lit. Das ist aber auch, das ist ein bisschen hier, ja, Chemicals, ja, das ist so ein bisschen, was heißt ein bisschen, das ist ein bisschen sehr Industrie hier, ne? Voll nice eigentlich. Sieht schon cool aus. Ich dachte, bei Epidemic zahlen wir monatlich den Lied nichts runter. Doch, du kannst dir die Songs trotzdem runterladen in eine Playlist. Also du kannst dir die Songs downloaden. Also du bezahlst monatlich, das ist schon korrekt. Bobby übernimmt das Pro7. du kannst dir die Songs downloaden. Und dann eine Playlist. Ich habe halt eine Playlist dann einfach gemacht. Also du kannst sie direkt bei Epidemic runterladen. Und dann Epidemic abgemeldet. Nein, dann können sie mir ja ans Bein pissen, wenn sie die Videos claimen würden. Du musst ja deinen Kanallink und sowas angeben bei denen. Und die werden das schon prüfen, denke ich mal. So, wo müssen wir hin? Ah, hier. Da ist ein kleiner Anhänger, den kriegen wir da drauf, oder? Das sollten wir schon hinkriegen eigentlich. Nein! Direkt falsch gelenkt. Geil. Ich komme immer auf die Hupe, Mann. So, jetzt stellen wir das Ding gerade hier hin und dann können wir schon gerade rückwärts fahren. So. Ich lenke viel zu hart, merke ich gerade.
Wenn ich nicht so hart lenken würde, würden wir da viel easier hinkommen, ne? Viel besser, wenn wir da hinkommen. So. Nur aber. Ach, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das mit diesem kleinen Pissanhänger, Alter? Das gibt's doch nicht. Die größeren waren viel einfacher. Was ist das für Käse? Sehr schön, wir sind, wir haben gut Geld, wir haben 1700 auf dem Tacho. Richtig nice. 1700 auf dem Tacho, das ist sehr schön. Wir haben ordentlich Kilometer zurückgelegt, fast 4000 insgesamt. War keine ganze 4300, wie da, also wie letztes Mal am Stück. Aber, trotzdem. Das passt, das passt. Marco FR 87, Dankeschön für deinen neuen Prime Sub. Und Kiriko Melli, Dankeschön auch an dich für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Und Iron Man 2004, Dankeschön für 100 Bits. Reaktorfrage, Dankeschön für 3 Monate Prime. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, 1,7 Mille meine ich doch. Lehn dich doch mal nach vorne, dann hupst wieder los. Ich nehme brauchst gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich mit meinem Bauch immer an die Hupe komme. Keine Ahnung. Auf YouTube sage ich ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Twitch verabschiede ich mich sowieso gleich noch. Aber auf YouTube sage ich Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.